Kennst du die Geschichte von dem Mann, der in London aus seinem Club kommt, auf die Straße und den Portier fragt, what a strange smell out here? Und der Portier sagt, that, sir, is a fresh air. Kann ich dich irgendwo absetzen? Ich habe meinen Wagen da drüben stehen. Übrigens, was ich noch fragen wollte, wie macht sie gar nicht der Schleusener? Wieso? Weshalb fragst du? Einfach so, warum? Einfach so, einfach so. Wem willst du das erzählen? Scherber. Ich halte überhaupt nichts von Versteckspielerei. Wenn ihr glaubt, ihr könnt auf meinem Sessel besser einander... Davon kann doch gar keine Rede sein. Warum bringst du das denn nicht im Aufsichtsrat zur Sprache? Sitzt doch drin bei uns. Ich habe dir heute klipp und klar gesagt, dass ich eine ganz spezielle Entscheidung von dir für falsch halte. Akzeptiert, aber... Aber damit ist der ganze Fall für uns auch erledigt. So? Wirklich? Und dann, nachdem ihr mich zur Sau gemacht habt... Wer hat dich zur Sau gemacht? Kommst du mit der scheinheiligen Frage, wie sich mein Assistent macht? Er macht sich gut, er ist tüchtig, er ist intelligent, zufrieden, ja? Herbert... Ach, ist doch wahr. Die Frage, ganz ehrlich, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute besprochen haben. Schleusner als Arbeitsdirektor ist doch lachhaft. So weit denkt bei uns kein Mensch. Wenn eines Tages irgendwann, dann geht ganz sicher nicht gleich in so einem Riesenbetrieb wie bei euch. Wieso nicht? Schleusner hat jedenfalls theoretisch und ideologisch mehr auf dem Kasten als wir beide zusammen. Warum nicht? Und was den Fall angeht, der hätte sicher anders entschieden als ich. Nämlich in eurem Sinne. Glaube ich dir ja gern. Aber ich meine, und da bin ich ganz offen, wenn man selbst nicht zur Entscheidung gezwungen wird, sieht die Praxis immer noch anders aus. Auch wenn man im Betrieb ist, wie Schleusner. Irgendwo ist das noch immer Theorie. Denn das dürft ihr nie vergessen. Vom grünen Tisch aus, auch von eurem im Gewerkschaftsbüro, sieht die Welt ganz anders aus als von meinem Sessel. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber dass du nicht nur Freunde bei uns hast, ist dir wohl klar. Logisch. Ein paar lauern geradezu darauf, dass du Pfannen machst. Diese Klugscheißer sollen doch mal sehen. Also, Herbert, wir sind klar. Was wir heute besprochen haben, ist erledigt, garantiere ich dir. Wenn ich nicht selbst ein paar Jahre am grünen Tisch gesessen hätte, aber ich weiß eben wie. Also, nun wollen wir nicht wieder von vorne anfangen. Straßen könnten wir da über Essen fahren. Ich bin gleich auf dem Ruhrschnellweg. Na ja, gut. Den möchte ich alle mal sehen, wenn sie wirklich in der Praxis drin hängen. Da wird so mancher ganz schön dämlich aus der Wäsche kommen. Sachen werden gekauft, kommen in den Schrank und werden vergessen. Also wenn ich etwas... Vogt! Haben Sie Schmerzen? Kann ich... Soll ich... Als ob das Herz stehen bleiben wollte. Dann kriegt richtig Angst, was? Ganz beschissene Angst. Verzeihung. Herbert Vogt nervt Herdrup. Ja, wir müssen ja irgendwie Ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen. Ich fühle mich schon besser. Ja, ja, natürlich. Jetzt müssen Sie erstmal ein bisschen entspannen. Ein bisschen ausruhen. Im Moment dachte ich, es ist vorbei. Hier scheußliche Schmerzen und das sichere Gefühl, dass das Herz nicht mehr schlagen will. Das ist ganz normal. Verheiratet? Ja, eine Tochter. Beschäftigt bei der Pulle, der Direktor? Ich bin im Vorstand, ja. Blutdruckmesser, bitte. Irgendwie mal frühere Beschwerden gehabt? Früher? Kann mich nicht erinnern. Vor ein paar Tagen allerdings, da hatte ich so Stiche. Ja, das ist gewesen, warten Sie mal, vorgestern Morgen, glaube ich. So Stiche. Und überhaupt, ja,
Morgens, als ich aufstand, war ich, fühlte ich mich schwach, so als ob ich eine Grippe in den Knochen hätte. Vorgestern, sagen Sie? Ich glaube, ja. Gleich morgens beim Aufstehen schon. Dabei stehe ich doch nie sehr früh auf. Meistens wache ich ja von alleine auf, brauche gar nicht geweckt zu werden. Bin auch nie um 8 im Büro, wenn offizieller Arbeitsbeginn ist. Bei der Verwaltung natürlich nur. Ich komme 8:30 jeden Tag auf die Minute. Es wäre auch sinnlos, um 8 da zu sein. Dann sind alle Fahrstühle besetzt und die Angestellten stehen unten Schlange. Und die anderen Kollegen vom Vorstand, wann kommen die? Wann kommt Dr. Roske? Nie vor 10. Pepper? Krämer? Krämer eher vor 8. Vorgestern hatte ich die Stiche zuerst. Ja, vorgestern Morgen hatte ich sie. Papi kommt. Was? Nein, wieso? Du guckst so. Bist nicht wieder zu spät dran heute? Das fragst du jeden Morgen. Ich hab mich ein bisschen verlegen. Du hörst ja nicht drauf, aber ich finde, du siehst heute besonders blass aus. Wenn du mal einen Arzt fragen würdest, der würde... Ach, Unsinn. Wirklich? Elsa hat am Sonntag auch gesagt, dass du miserabel bist. Elsa, wenn es nach Elsa ginge, wären wir alle schon seit Jahren tot. Wenn du wenigstens dein Frühstück nicht immer so reinschlingen würdest. Wieso schlinge ich? Erst so ganz langsam. Dass du dich nicht dran gewöhnen kannst, richtig am Tisch zu essen. Wie jeder andere Mensch auch. Ich sitze hier ohnehin den ganzen Tag. Außerdem frühstücke ich gerne im Stehen. Außer sonntags, dann natürlich im Bett. Natürlich. Immer extreme. Du, Herbert, wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast, ihr habt doch einen Betriebsarzt. Wir haben sogar 4. Wir sind ein soziales Unternehmen. Nein, die Reihenfolge ist so. Blau, Grün, Rot, Blei, Kopier. Ja, ich dachte, der Grüne. Deswegen gehen die Ehen der Direktoren kaputt. Guten Morgen, Herr Schlossner. Guten Morgen, die Dame. Heute ist Montag, da kommt der Spiegel nach oben. Dann ist die NRZ, Frankfurter Handelsblatt. Welche Ehefrau kann es damit aufnehmen? Was wollen Sie damit sagen? Was ich damit sagen wollte, habe ich gesagt. Hinzuzufügen wäre noch, dass Sie Ihrem Chef keinen Gefallen damit tun, wenn Sie ihm den Arbeitsweg so lackieren, dass er immer weniger mit der Wirklichkeit in Kontakt kommen kann. Aber doch nicht, weil wir einfach ein bisschen Ordnung schaffen. Muss doch alles an seinen Platz sein. Außerdem machen wir es immer so. Eben. Achtung, direkte Vogt! Auf dem Gelände hier befinden sich nur die Stammwerke der Polhütte. Kokerei, Erzaufbereitungs- und Sinteranlagen, Hochofenwerke, Walzwerke, Blockbrammenstraße und unsere in Europa einmalige Universalbrammenstraße. Wir werden das alles nachher noch im Einzelnen sehen.
Zur Geschichte der Polhütte wäre interessant zu sagen, dass hier um die Jahrhundertwende beinahe Ödland war. Erst als der Gründer Georg Pohl dieses Gebiet hier erwarb, veränderte sich das Landschaftsbild schlagartig. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass auf diesem Komplex von 14,2 Quadratkilometern heute fast 30.000 Menschen beschäftigt sind, so können Sie sich in etwa ausmalen, welches Gewicht allein für diese Stadt die Polhütte bedeutet. Gaststätten, Schulen, Geschäfte, auch Rathaus und Kinos. Letztlich hängt das Schicksal aller an unserem Werk. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 35 Jahren. Das Kapital der Polhütten AG beträgt rund 500 Millionen Mark, verteilt auf fast 100.000 Aktionäre, kleine, aber auch einige größere. Zur Linken sehen Sie hier unseren Park. Bäume werden Sie allerdings keine finden. Es ist ja auch kein gewöhnlicher Park, sondern ein Kokillenpark. Eher ein Parkplatz. Kokillen sind, einfach gesprochen, wie Kuchenformen. Nur gießen wir keinen Teich rein, sondern glühenden Stahl. Dieser Park hier hat eine Kapazität von ca. 1100 Einheiten verschiedener Breiten und Qualitäten. Es war noch ein bisschen früh, aber ich meine, man kann ja mit dem Weihnachtsgeld nicht früh genug anfangen. Der Kovac hat Berufung angelegt. Moin. Einkaufsschein für der Beten, nicht? Sehe ich jemanden. Und hier gleich einen zweiten, für das, was du beim ersten Einkauf vergisst. Da gibt es jetzt auch verbilligte Teppiche durch. Ich brauche keine Teppiche. Danke. Also, wenn mich wer sucht, ich bin in der Warteschleife. Was ist denn hier? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss jetzt zu Vogt. Soll ich schon mal wegen Weihnachtsgeld vorführen? Unsinn, Quatsch, nein. Aber du kannst ihm sagen, der Arbeitsdirektor von der Wernerhütte steht morgen schon um 6 auf, um in Betrieb zu gehen. Das weiß er doch. Natürlich, dann sagst du ihm nicht. Aber das ist doch Mist, immer auf solchen Äußerlichkeiten rumzureiten. Wenn da einer durch den Betrieb Mensch, geht. Das ist doch nicht mein Ernst. Also, wenn der Ries kommt, schon. Thank you.
sollte nun wirklich vom Betriebsrat aus geregelt werden können. Möchte eine Transportzentrale. Transportzentrale? Ja. Irgendwen besonderen? Nein. Was wir gerade hier sind, ich habe hier ein paar Beschwerden von Meistern vorliegen, die besagen, dass unsere jungen Kollegen zu unpersönlich grüßen, wenn sie irgendwo... Ja, danke. Hier spricht Vogt, einen schönen guten Morgen. Herr Kramer, bei mir sitzen gerade Herr Pfennig vom Betriebsrat. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, nein? Ist auch nicht wichtig. Und Herr Lowitz von der Jugendvertretung. Herr Lowitz führt Beschwerde dahingehend, dass die Lehrlinge, wenn die Werksbusse voll sind, einfach rausgeworfen werden, um Erwachsenenplatz zu machen. Ich muss ebenfalls... Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass... Bitte? Eben. Gerade unsere jungen Menschen im Betrieb können unter keinen Umständen behandelt werden, als wären sie Menschen zweiter Klasse. Der Meinung bin ich auch. Es freut mich, dass Sie das sagen. Also schicken Sie mir eine Vollzugsmeldung, ja? Dann haben wir uns verstanden. Danke. Die Sache wird abgestellt. Für Herrn Kramer war die Situation gar nicht bekannt. Nun, was die Begrüßung von Meistern angeht, was können Sie dazu vorbringen? Ja, wieso? Sind da alle Ihren Vertrauensleute mit gemeint? Aber alles doch egal, es geht ums Prinzip. Also, wenn ich irgendwo reinkomme, bemühe ich mich ganz sachlich zu sein. Ich sage höflich guten Morgen und lasse den Meister bestimmt nicht links liegen. Vermutlich reicht das nicht. Sie brechen sich ja sicher keine Verzierung ab, wenn Sie in einen Betrieb reinkommen, erst mal zum Meister hingehen, sagen, was Sie wollen, höflich guten Tag wünschen und so weiter. Wenn ich dazu mal was sagen darf, das hört sich alles so einfach an. Aber ich muss da dem Kollegen Lowitz in die Seite treten. Das ist doch alles eine Portion komplizierter. Angenommen, wir gehen in eine Halle und betreten an meine Teilen erstmal den Vorarbeiterraum. Dann denken die Kollegen gleich, hallo, die stecken unter einer Decke da. Da wird was perfekt gemacht. Aber wenn ich nun erst zu einem Kumpel gehe, dann meckern eben die Vorarbeiter oder die Meister. Wenn ich dem Meister zuerst guten Morgen sage, gucken die anderen mich schon schief an. Ich verstehe das nicht ganz. Sie kommen in einen Betrieb, um vielleicht mit einem Belegschaftsangehörigen was ganz Bestimmtes zu besprechen. Verzeihung, aber mit einem was besprechen ist überhaupt gar nicht drin. Wenn ich in eine Halle reingehe, will mit einem was bereden, dann stehen nur gleich 10 drumherum, weil sie denken, da gibt's was umsonst. Das ändert aber doch nichts an der Tatsache, dass normale, höfliche Umgangsformen beachtet werden. Denn umgekehrt verlangen wir das ja auch. Mal angenommen, will sich einer über den Meister beschweren und ich komme rein und hier zuerst zum Meister und der sieht das. Dann hält er das Maul, weil der ja denken muss, ich steck mit dem Meister und deiner Decke. Tja, so ist das nun mal. Also, ich glaube, wir haben das Problem jetzt wirklich von allen Seiten beleuchtet. Sie werden mir also nicht sagen können, dass ich der Diskussion ausweiche, wenn ich jetzt leider Schluss machen muss, aber ich muss in die Vorstandssitzung höchster Eisenbahn. MHW 1. Hey, hallo, halt! Hä? Was macht er? Der geht wieder in sein Kabaus. Ah, siehst du. Wir können also davon ausgehen, dass im ersten Stadium für das Abgießen der Rohbrang ein Kokillenpark von etwa 700 Einheiten ausreicht, in verschiedenen Breiten und Qualitäten. Natürlich müssen wir im Auge behalten, dass wir am gleichen Ort auf 2500 Einheiten erweitern können. Das wird dann bedeuten, 2 weitere Hallen mit je 4 Kränen. Es kommt auf die Länge der Hallen an. Ich würde sagen, wir rechnen gleich mit 3 Hallen. Knapp unter 200 Metern. Ich habe das überhaupt nur zur Sprache gebracht, weil irgendjemand neulich befürchtete, wir hätten diesen Punkt nicht genügend beachtet. Ja, ich glaube, wenn niemand mehr zu den angeschnittenen Punkten... Wir waren am vergangenen Montag nicht mehr dazu gekommen. Aber bitte, Herr Vogt. Es wurde kurz erwähnt, dass eine Gruppe von Experten in die Vereinigten Staaten reisen soll. Na wohl. Wegen der Kräne zur United Steel. Aus wem soll diese Gruppe bestehen? Herr Krämer hat 4 leitende Ingenieure und Obermeister Kurz vorgeschlagen. Warum? Obermeister Grundert. Ach, Verzeihung, natürlich. Die beiden verwechsel ich immer. Grundert ist der Sänger, nicht wahr? Grundert hat einige Erfahrungen in Sauerstoffaufbausverfahren. Ihnen passt Grundert nicht? Wieso? Ich habe den Eindruck, der Betriebsrat lobt Grundert in der letzten Zeit so oft und so lebhaft, dass ich den Eindruck habe, man will ihn loswerden und man will uns veranlassen, auf diese Weise ihn abzuschieben. Die Methode wäre ja nicht neu. Mir ist darüber nichts bekannt. Nein, Herr Vogt ist noch in der Vorstandssitzung. Haben Sie sich schon mit der Personalabteilung in Verbindung gesetzt? Ich werde Herrn Schleusner bitten, sich die Unterlagen anzusehen. Dann kann sich Herr Vogt gleich ein Bild über die Leute machen. Eisenstäbe. Ist was? Da haben 3 Arbeiter einen ganzen LKW voll mit Eisenstäben gestohlen. Was wollt ihr denn damit? Ja, eben. Was ist los? Da haben 3 Arbeiter Eisenstäbe geklaut. Gemeinsam? Nehme ich doch an. Diese Idioten, kann man bloß so dämlich sein.
Ich wollte die Personalakten kommen lassen, damit Sie sich schon mal ein Bild darüber machen können, was das für Leute sind. Dummköpfe sind das. Legen Sie auch anders auf die Straße gesetzt werden. Braucht doch keine Personalakten. Wo ist der LKW? Im Hof. Habe ich Sie gefangen? Im Hof, wir haben alles so gelassen. Das schließt doch nicht aus, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass auf der Hochofenseite und beim Strangus noch einiges getan werden muss. Darum geht's doch gar nicht. Wenn ich Herrn Vogt richtig interpretiere, ist er besorgt, dass die Interessen der Arbeiter schon bei Beginn der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ob Sie das so richtig interpretieren? Vielleicht hat Herr Vogt vergessen, dass wir bereits alles zugesagt haben. Vom Augenblick der Vorplanung an, wohlgemerkt bereits dann, werden wir nicht hineinreden, wenn es um die Anlage von Belegschaftshäusern, Duschräumen, Erste Hilfe, Waschkauen, Unfallverhütungseinrichtungen und dergleichen, wie gesagt, dass er da praktisch freie Hand hat. Ihre Wünsche und Forderungen werden von uns voll und ganz berücksichtigt. Und in diesem Zusammenhang, das ist vorhin ein bisschen untergegangen, fürchte ich, vielleicht waren auch nicht alle Herren anwesend, ich habe allgemeines Einverständnis vorausgesetzt, grundsätzlich zugesagt, dass die später erforderlichen Bausummen nur durch Unterschrift von uns allen gemeinsam freigegeben werden, wenn in diese Richtung irgendwas schiefgehen sollte, was ja nicht anzunehmen ist. Denn wie ich die Sache sehe, wird das automatisch über die Neubauabteilung gehen, wie immer. Aber falls im Fall eines Falles eben. Also, ohne Ihre Unterschrift wird bei keiner Stufe der späteren Planung eine Summe freigegeben. Ich nehme diese Zusage dankbar zur Kenntnis. Auch ich hatte sie nicht als so endgültig angesehen. Sehen Sie? Trotzdem, auf die Gefahr hin, als Querulant zu erscheinen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns von Anfang an mindestens mit einem besonderen oder dem geschäftsführenden Ausschuss des Betriebsrats ins Benehmen setzen sollten. Welchen Sinn soll das haben? Ich bin gern bereit, es im Namen des Gesamtvorstands zu tun. Lieber Herr Vogt, angenommen wirklich, wir tun das, dann müssen doch wohl sinnvollerweise Leute vom Siemens-Martin-Werk dabei sein. Vermutlich. Ja, ja. Und was glauben Sie, wäre die unmittelbare Folge? Glauben Sie, die halten dicht? Sie kennen meine Einstellung zu dieser Geheimniskrämerei. Sie ist zu bestimmten Zeiten gar nicht zu vermeiden. Aber die Leute wissen doch, was es bedeutet, wenn ein Oxygenstahlwerk gebaut wird. Hat sich schon jemals jemand gegen Investitionen dieser Art ausgesprochen? Das ist auch nicht der springende Punkt. Entscheidend ist das, was Herr Dr. Roske soeben angedeutet hat. Dass sich die Leute an zwei Fingern abzählen können. Wenn wir ein Oxygenstahlwerk bauen, brauchen wir 300 Leute weniger als im Siemens-Martin-Werk. Nach vorläufiger Prüfung werden es fast 400 sein. Also. Für den Arbeiter ist nichts schlimmer, als wenn man ihn vor vollendete Tatsachen stellt. Aber davon kann doch gar keine Rede sein. Wir unterstellen hier Methoden von Manchester-Kapitalismus. Zu gegebener Zeit werden wir selbstverständlich gemeinsam mit Betriebsrat und allen Pipapo die Probleme der Umsetzung regeln. Dass wir niemanden entlassen werden, wissen Sie ja wohl. Natürlich weiß ich das, aber... Wenn man Sie so hört, sollte man allerdings meinen, dass Sie es... Leider erschafft sich das Problem nicht in der radikalen Frage, entlassen oder nicht. Ich kann Ihnen Fälle aus der Betriebspraxis nennen, bei denen Konflikte nur aus Prestigegründen entstanden sind. Für den Arbeiter ist selbst bei vollem Lohnausgleich ein Arbeitsplatz nicht identisch mit einem anderen. Wissen wir. Und dem kann man nur begegnen, wenn man so früh wie irgend möglich führt. Jetzt, wo wir bei ersten Überlegungen sind, nicht einmal im Stadium der Vorplanung, wenn ich nur daran denke, was wegen der Sauerstoffzufuhr auf uns zukommt. Darf ich meinen Satz zu Ende führen? Bitte sehr. Für jeden einzelnen Arbeiter im Siemens-Martin-Werk müssen wir einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ganz individuell. Das kann Monate und Jahre dauern. Wir haben ja auch noch Zeit. Eben nicht. Nun mal die Alternative, Herr Vogt. Sie werden mir ja grundsätzlich zustimmen, dass es prinzipiell einen zu frühen Informationszeitpunkt geben kann. Unter gewissen Umständen... Würden Sie mir das gleiche Recht zubilligen, dass ich meinen Gedanken zu Ende bringen kann? Also, was geschieht, wenn die Leute zu früh erfahren, was wir vorhaben? Allgemeine Unruhe. Allgemeine Unruhe unter den Arbeitern, Gerüchte. Und was ist die Folge davon? Dass uns genau die weglaufen, die wir halten wollen und bleiben werden uns, na, sagen wir... Die weniger Qualifizierten. Ein Risiko entsteht immer.
in letzter Zeit irgendwas gewesen, was Sie besonders belastet? Irgendwelche besonderen Spannungen? Betrieb? Familie oder so? Ich wüsste eigentlich nicht. Alles so wie immer. Und da ist natürlich auch ein bisschen viel, nicht? Das wissen Sie doch. Natürlich. Ist man als Arbeitsdirektor nicht besonders eingespannt? Ich meine, was sind da so Ihre Ressorts? Zuständigkeiten? Natürlich unterstehen mir wichtige Bereiche des Unternehmens. Aber bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber versäumt, im Gesetz die Zuständigkeiten des Arbeitsdirektors auch nur annähernd zu erläutern. So entstehen da immer wieder Schwierigkeiten. Ja, das lässt sich verstehen. Die anderen Direktoren haben ja oft die Ochsentourenbetrieb hinter sich, bis sie eben ganz nach oben gekommen sind. Und tun dann so, als ob wir, wie von außen, also quasi von der Gewerkschaft. In der Praxis kommt es hauptsächlich darauf an, dass man für die Arbeiter was erreicht. Ohne geschriebenes Gesetz und ohne Rückendeckung. Und wenn man mal einen Vorstand gewählt ist, dann hat weder Gewerkschaft noch sonst jemand reinzufunken. Da bin ich genauso dem Unternehmen verpflichtet wie jeder andere. So, Herr Doktor, wir wären soweit. Ja, so, Herr Fuchte, mal ganz entspannen. Ne? Am besten machen Sie ruhig die Augen zu. Mhm. Nicht bewegen. Nicht treten, ne? Wie viele Arbeitsdirektoren sitzen denn da so im Vorstand? Zuerst, als das alles anfing, da gab es bei uns 3 Direktoren. Mhm. Einen Techniker, einen Kaufmann und einen Arbeitsdirektor. Aber inzwischen gibt es 3 Techniker, 2 Kaufleute und noch immer nur einen Arbeitsdirektor. Da habe ich schon von der Zahl her bei kontroversen Themen immer 5 gegen mich. Das ist ein ständiges Lavieren. Also wenn wir jetzt fertig sind, Herr Vogt, dann legen Sie sich schön schlafen. Nach einer Stunde besuche ich Sie nochmal. Ich rede wohl zu viel. Aber wieso denn? Ist wirklich merkwürdig. Ich bin sonst nicht so geschwätzig, ganz sicher nicht, wenn es um grundsätzliche Dinge geht. Ich finde das höchst interessant, so mal von der Quelle zu hören, was das alles bedeutet. Mitbestimmung, Arbeitsdirektor. Das geht zu einem Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Ja, so die breite Bevölkerung ist da leider ziemlich... Also, ganz ruhig, Herr Fuchte. Ja, nicht bewegen. So, Fuchs, jetzt würden wir noch etwas Blut abzapfen für die Transaminase. Das kommt dann hübsch ins Labor. Mmh, eine prächtige Vene. Nein, besonders angespannt bin ich nicht. Ich meine nicht im Moment, dass da irgendwas wäre. Vorhin die Sache mit Mölls. Naja, da habe ich mich ziemlich aufgeregt, ist ja auch klar. Aber noch schlimmer ist eigentlich dieses Tägliche, was da so anfällt, von morgens bis abends. Alle 10 Minuten was anderes. Dass man sich immer wieder umstellen muss, immer seine Gedanken auf was Neues konzentrieren. Das zerrt, das macht einen fertig. Thank you.
hatte sowieso unten was zu erledigen. Da hat mich der Chef gebeten, die Sache eben persönlich vorzutragen. Der hält das für ein besonders schweres Vergehen. Ich auch, da bin ich seiner Meinung. Und Sie können ihm sagen, dass die drei fristlos entlassen werden. Geklaut wird immer. Aber hier, sagt der Chef, handelt es sich A, um einen geplanten vorsätzlichen, B, um gemeinsamen Diebstahl. Ja, haben der Schichtmeister nicht gemerkt, dass die drei abgehauen sind? Da bin ich überfragt. Oh, mir sagt doch niemand was. Sie sagen alle, ach, der da, Akademiker, kommt aus Aachen mit seinen Lackschuhen an. Zahlen schreiben. Wie das alles funktioniert, weiß der nicht. Hat er keine Ahnung. Stellen Sie doch mal fest, wer der Schichtmeister war. Naja, was eben die Reden so an so sind. Glauben Sie, dass der Meister die deckt? Nein, sicher nicht. Ich glaube in diesem Fall nicht mal die Kollegen. Schließlich geht das ja auf die gemeinsame Prämie. Die waren ja über eine Stunde weg. Manche meckern schon, wenn mein Kollege nur so lange auf dem Klo ist. Wenn ich in solchen Fällen nicht fristlos entlasse, wann soll ich es dann tun? Und dann habe ich das den zuständigen Herren des Betriebsrats vorgelegt. Schließlich haben die Herren ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und, na was schon, ich komme gerade von drüben. Die haben nur dumm gegrinst, wie immer. Dabei ist das ganz deutlich. Na, Sie gestatten, deutlicher geht's gar nicht. Hier, 20 Minuten vor 9, 8.40 Uhr, der Stromverbrauch sackt rapide. Und, bitte, um 10 nach 9 geht die Kurve wieder nach oben. Ich hab's ja gesehen. Ja, das ist eine halbe Stunde. Die Pause beträgt aber nur eine Viertelstunde. Ja. Damit ist einwandfrei erwiesen, dass die Maschinen 10 Minuten zu früh abgeschaltet und 10 Minuten zu spät wieder eingeschaltet werden. Fast. Bitte? Fast. 10 und 10 sind 20, aber die Differenz zur Pause beträgt nur eine Viertelstunde. Ja gut, aber was das kostet? Vielleicht sehe ich mir das mal an Ort und Stelle an. Ach, wenn Sie kommen, machen die das doch nicht. Die sehen Sie ja schon auf einen Kilometer Entfernung. Ich notiere mir das. Tja, ich muss die Angelegenheit natürlich auch noch Direktor Krämer vortragen. Das hätten Sie doch gleich machen können. Es ist sehr schwer, einen Termin zu kriegen bei ihm. Also gut, ich werde es mir notieren. Frau Brecht, bitten Sie doch Schleusner um die Personalunterlagen dabei. Naja, Sie wissen schon. Ja, soll ich Ihnen das Diagramm hier lassen? Wenn Sie wollen, gerne. Aber ich sage Ihnen auch, woran das liegt. An die vielen jungen Kerle, die da jetzt arbeiten. An mich fragt man ja bei Einstellungen nicht mehr. Ich kriege die Leute. Nach 3 Monaten, da darf ich mein erstes Gutachten vorlegen. Aber dann holen die sich schon einen ersten Krankenschein, ne? Und sind fest drin. Im Sommer holst du dir einen Wolf. Immer mit dem warmen Arsch auf die kalte Blöcke. Ich hab Max das gesagt. Ja? Mit der Bank. Außer der Arbeitszeit hat er gesagt, da steht ihm von ihm aus nichts im Weg. Max! Max, du bist doch nicht der King hier. Was der sagt. Gleich geht er damit zum Meister. Wegen sowas. Also, wollen wir nun oder wollen wir nicht? Holz hab ich gesehen. Heute gleich? Jo! Komm, lass jucken! Was meinst du, wenn wir morgen eine Stunde eher kommen? Tofte! Gebombt! Was die Unfälle angeht. Wenn da einer 5, 6 Unfälle hintereinander hat, da fragt man sich doch, was liegt davor. Und von dem Diebstahl im Werk Brauber haben Sie doch sicher gehört. Molinski, Grabert, Krause. Ich plädiere dafür fristlose Entlassung. Ist das nicht ein bisschen happig? Der Kollege Dulz ist für das Blockwalzwerk zuständig. Ich wollte sowieso vorschlagen, ob wir nicht kurzfristig eine größere Besprechung einberufen können. Da sind noch so verschiedene andere Punkte von der letzten Woche. Zum Beispiel Unfragen im Siemens-Martinwerk unter anderem. Siemens-Martinwerk? Nein,
Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Im Augenblick bestehen da gar keine Aussichten, absolut überhaupt keine. Ja, es sind schwerwiegende Gründe, wenn Sie so wollen. Und zu gegebener Zeit werde ich Ihnen auch erläutern, warum ich da so energisch. Das sind doch dann nur Detailänderungen. Und wenn wir ohnehin über die Entlassung sprechen müssen, Jules kann dann dabei sein. Er muss dabei sein, er ist... Ja, so aus dem Hut bin ich natürlich grundsätzlich gegen seine harte Entscheidung. Andererseits gebe ich doch zu, ist klar, dass der Fall von den dreien ziemlich über die Stränge schlägt. Aber ich würde sagen, es muss halt der Betriebschef dabei sein. Und der Meister auch. Also ich will mich nicht grundsätzlich sperren, wenn Sie mich dazu haben wollen, meinetwegen. Wir müssen uns dann nur einen günstigen Termin für morgen aussuchen. Aber wenn wir das tun, dann müssen Sie auch ein Programm machen. Mit erstens, zweitens, drittens, viertens, genaue Tagesordnung und so. Und ich würde sagen, dass Sie mich dann dazu offiziell einladen. Da können wir dann klare Bahnen schaffen. Es wäre mir übrigens lieb, wenn die Sache mit dem Diebstahl von Ihnen angesprochen würde. Ich würde mich dann erst äußern, wenn ich gehört habe, wie die anderen Herren darüber denken. Ja? Gut. Bitte? Jederzeit, Herr Pollock. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Heiliger Strohsack, sind Sie unter die Indianer gegangen? Ich hatte geklopft, ich habe gemeint, Sie hätten da reingesagt. Ich wollte nur die Akten der Diebe vorsehen. Sie wollen morgen eine Sitzung wegen der Leute? Pollock will ich nicht. Allerdings müsste ich mich sehr täuschen, wenn das für den Betriebsrat nicht nur ein Vorwand ist. In Wirklichkeit wollen Sie mit mir was diskutieren, was ich nicht diskutieren will. Sie können mir da ein bisschen helfen. Sie können da ein paar Punkte ansprechen, die wir ohnehin mal durchsprechen müssen. Zeit zu schicken. Nein, Sachen, die über kurz oder lang doch besprochen werden müssen. Aber nicht unbedingt heute oder morgen. Ja, nicht unbedingt. Gut, und welche Punkte? Da wissen Sie doch sicher genug, dass die Behauptung, dass Obermeister Prietz seine Leute mit dem Fernglas beobachtet. Der alte Prietz mit seinem Tatterich erkennt er ja doch nicht. Trotzdem. Nun. Sie haben jetzt auch orientieren? Warum nicht? Komisch. Der ganze Vorstand raucht plötzlich orientiert, aber erst hat ihn Dr. Roske sie raucht. Vorher alle Virginia, wie Dr. Roske. Dann die Zulage für die Schweißarbeiten in der Universalbrandungsstraße. Hm. Sollte das nicht besser Pfaff ansprechen? Mit Pfaff mache ich keine Geschäfte. Verzeihung. Wir haben genug. Vermutlich ist haben Sie die Entlassungspapiere für die drei schon vorbereitet? Der Betriebsrat ist meiner Meinung, ist vernünftiger, als ich dachte. Herr Gravert. Scheint nicht sehr beliebt zu sein, versuchte man ruhigen Lenz zu machen. Auf Kosten seiner Kollegen. Da trifft's ja keinen Falschen. Krause ist indifferent, 4 Jahre bei uns. Aber mit Molinski. Was mit dem? Ja, hat 6 Kinder. Ja. Um deine Frau, ja, die ihm das Leben auch nicht gerade erleichtert. Woher haben Sie denn Ihre Weisheiten? Als ich das mit den 6 Kindern las, habe ich mich erkundigt. Und was mit der Frau? Das scheint ein leichter Fall für unsere Konsumgüterindustrie zu sein. Idealer Kunde. Was meinen Sie damit? Ja, die braucht man nicht lange weich zu kloppen, bis sie was kauft. Wenn neue Waschmaschinen auf den Markt kommen, ist sie die erste. Erster Farbfernseher der Siedlung, die elektrische Spülmaschine. Das ist doch aber Molinskis Problem. Ja, Molinski hat da den Rattenschwanz von Ratten im Nacken. Möchte nicht wissen, wie bei denen die erste Woche im Monat aussieht. 6 Kinder. Ja. Alle schulpflichtig, noch keins arbeitet. Hat dieser Molinski eine Werkswohnung? Ja, natürlich, mit 6 Kindern. Und er ist seit 54 bei uns. Ihr müsst da natürlich räumen. Wenn nicht freiwillig, dann mit Hilfe des Werkschutzes. Seien Sie doch nicht so unsachlich. Die Leute sind da genauso gesichert wie in jeder anderen Wohnung. Da sollen Sie sich ruhig mal die gesetzlichen Bestimmungen ansehen. Da geht es nur über Räumungsklage etc. etc. Aber der Molinski kontrapolierte Rechtsabteilung. Wissen Sie eine bessere Lösung? Noch mehr Wohnungen bauen. Und wissen Sie, was der Betriebsrat will? Mehr Garagen in den bestehenden Siedlungen. Ich kann eine Marke auch nicht zweimal ausgeben. Warum lässt sich so ein Idiot nicht von so einer Frau scheiden? Wegen der Kinder? Vielleicht. Aber wenn einer 8 Stunden mal laufen hinter sich hat, ist er vielleicht schon froh, wenn er jemanden hat, der ihm das Frühstück macht und ihm die Wäsche wäscht. Aber doch nicht in einer Maschine, die über 1.000 Mark kostet, habe ich auch nicht zu Hause. Angenommen, Sie würden die drei nicht entlassen. Vielleicht verwarnen, Buß und so. Alle drei nicht entlassen? Ja, ich meine, würden Sie dann Ärger mit Ihren Kollegen im Vorstand haben? Die sollen mir den Buckel anrutschen. Wenn ich sage, die fliegen, dann fliegen die. Wenn ich sage, die bleiben, dann bleiben die. Da kann Dr. Roske persönlich intervenieren. Das ist nur wirklich mein Ressort. Vielleicht lassen sich die drei mal kommen. Warum klaut man Eisenstäbe? Gravert baut sich eine neue Laube in seinem Schrebergarten. Aus Stahl. Soll wohl gleichzeitig als Bunker am Atomkrieg dienen, was? Auf alle Fälle ist für ihn geklauter Stahl billiger als gekauftes Holz. Billiger? Das nennen Sie billiger, wenn man seine Kollegen dazu verleitet, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren? Hatten Sie irgendwelche Krankheiten? Wann? Überhaupt. Im Krieg, Gelbsucht. Mal Leberbeschwerden gehabt später? Aufgefallen ist mir nichts. Nach dem Krieg? Nein, nichts. Ich hatte auch gar keine Zeit mehr. Durch meinen Vater bin ich gleich zur IG Metall gekommen. Naja, dann einer der ersten in Hamburg, in der Akademie für Gemeinwirtschaft. Damals war ich, wenn man sich das so von heute aus betrachtet, eigentlich auch ganz schön radikal. Die Praxis hat sie dann geheilt? So kann man das nicht sagen.
Erstens ist man nicht geheilt, wenn man weniger radikal wirkt. Ich habe das mehr medizinisch gemeint. Ich auch. Radikalität ist ja keine Krankheit. Nein, radikal meine ich so. Früher hatte man mehr Rosinen im Kopf. Da dachte man etwa, Industrie sozialisieren, Produktionsmittel für Gesellschaften und alle Probleme sind gelöst. Und heute? Heute weiß ich, dass die Dinge so einfach nicht liegen. Auch ohne Praxis würde ich das wissen. Heute. Natürlich gibt es bei uns auch noch Eigentumsprobleme. Ganz gewaltige sogar. Aber wenn Sie sich die großen Bosse hier an der Ruhr ansehen, kaum einer von ihnen ist der Eigentümer. Diese 10, 15 Figuren kommen ohne sogenanntes Eigentum aus. Das bedeutet aber eben noch nicht, dass sie deshalb weniger allmächtig sind. Nicht wahr? Sicher nicht. Ganz sicher nicht. Sie können heute noch so kommandieren wie eh und je. Außer in der Montanindustrie, wo Leute wie Sie die Finger drin haben. Ein Arzt sollte kein Salz in die Wunden streuen. Na, das wollte ich nicht. Wir haben auch in mitbestimmten Betrieben noch lange nicht das erreicht, was erreicht werden muss. Natürlich kann bei uns nicht willkürlich geherrscht werden. Das ist vorbei. Bei uns vorbei. Es gibt aber Betriebe, da wird oben gepfiffen und unten getanzt. Und wenn Probleme gelöst werden, dann, wenn es nur irgend möglich ist, auf dem Buckel der Arbeiter. Das ist immer noch der Profit für weniger ausschlaggebender Grund für Entscheidungen. Das ist doch ganz natürlich. Nein, ist es nicht. Auf der einen Seite sind die Maschinen ohne Arbeiter nur Schrott. Entschuldigung. Herr Vogt, Ihre Frau kommt gleich. Meine Frau? Na, die sorgt sich eben um Sie. Ich habe gesagt, dass es nichts Ernstes wäre. Frauen sind ja wirklich. Die lassen auch keine Gelegenheit aus, Mütterchen zu spielen. Ich möchte wetten, dass Sie sich ganz gern bemuttern lassen, was? Und kochen kann Ihre Frau ja auch ganz gut. Ich glaube, das hatten wir schon. Aber im Ernst, was soll sie hier? Sie haben doch gesagt, das EKG ist in Ordnung und ich kann... Ja, es ist in Ordnung. Gott sei Dank. Ich muss morgen unbedingt ins Büro. Na, Herr Vogt, eins nach dem anderen. Oder hat meine Frau Ihnen da was eingeredet? Ich habe doch noch gar nicht mit ihr geredet. Soll ich Ihnen sagen, was sie sagen wird, wenn sie kommt? Ja. Sie wird sagen, habe ich das nicht vorhergesagt? Ich habe das prophezeit. Mhm. Und hat sie's? So in etwa. Also, Vogt, schlafen Sie noch ein bisschen. Muss ich noch einige Zeit dauern, bis Ihre Frau da ist, ja? Augen zu und schlafen. Natürlich wird sie sagen, ich habe dich gewarnt. Na, das tut sie ja nun noch seit 10 Jahren. Wenn dieser Krach mit Mölz nicht gekommen wäre. Ja, das hat mich umgehauen. Das muss es gewesen sein. Sonst war ja alles in Butter. Kriegst du nie. Ich kann doch keine Uhr tragen, an der die Kette am Revier zu sehen ist. Warum denn? Die ist doch ganz modern. Das habe ich gestern sogar beim Sprecher von der Tagesschau gesehen. Dr. Roske lässt seinen Sohn jeden Morgen in die Schule fahren. Dr. Roske. Ist noch was? Noch ein Schluck. Hätte es neulich sehen sollen. Da habe ich bei der Vorstandssitzung die Uhr so gehabt. Die haben ganz schön geguckt. Begreife ich nicht. Man begreift so vieles nicht. Aber es ist nicht wichtig, das jedenfalls nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ich heute rechtzeitig hier sein kann. Ach, das weißt du ganz genau. Du kommst wieder mitten in der Nacht. Aber du wirst schon sehen, wo das hinführt. Wenn du dich bloß mal im Spiegel angucken würdest. Das tue ich jeden Tag beim Rasieren. Also. Sei doch nicht so dickköpfig. Du könntest doch wenigstens mal zum Arzt gehen. Bloß zum Überprüfen. Aber nein, als ob er Angst davor hätte. Eines Tages liegt auf der Nase, mein Vater.
Gut, was? Ich glaube, wir sind vollzählig. Wir können also anfangen. Zunächst bedanke ich mich, dass Sie mich freundlicherweise zu dieser Aussprache eingeladen haben. Wie ich gesehen habe, ist die Tagesordnung ziemlich umfangreich. Trotzdem hoffe ich, dass wir bis Mittag durchkommen. Sie kennen alle meinen Terminkalender. Allerdings sollen Sie sich dadurch nicht eingeschränkt fühlen. Es ist wohl selbstverständlich, dass wir alles ganz offen miteinander reden, wie eigentlich immer. Also keiner soll mit seiner Meinung dann Berg halten. Wer möchte zuerst? Herr Schleusner, bitte. Es liegen hier Beschwerden aus dem Warmbandwerk vor, dass Obermeister Pritz mit dem Fernglas Belegschaftsmitglieder beobachtet. Sollen wir nicht lieber mit den Punkten anfangen, die dieses Gespräch veranlasst haben? Darauf werden wir ja sicher noch zu sprechen. Entschuldigung, ich hatte sowieso nur diesen einen Punkt und dann noch die Zulage für die Schweißarbeiten in der Universal-Brammenstraße. Ja, das ist wirklich eine Sache, die dringend geklärt werden soll. Trotzdem scheint es mir dringlicher, zuerst die Lohnveränderungen im Siemens-Martin-Werk in Angriff zu nehmen. Sie wissen, Herr Pollock, das habe ich Ihnen bereits am Telefon gesagt, Lohnveränderungen jeglicher Art sind im Siemens-Martin-Werk im Augenblick überhaupt nicht diskutabel. Das ist verlorene Zeit. Es geht doch nur darum, dass in der Bewertung die unterste Stufe unserer Meinung nach wegfahren sollte. Das ist keine großartige Lohnveränderung. Nur sind die Arbeitsbedingungen heute im Siemens-Martin-Werk... Also offenbar wollen Sie sich nicht davon abbringen lassen. Sie sind aber, das weiß ich ja nicht erst seit heute, eben ein Dickkopf. Gott sei Dank. Davon profitieren wir ja alle, natürlich. Aber wenn wir schon darauf zu sprechen kommen wollen, es geht also nur um die unterste Lohnstufe, dann frage ich, sieht's denn so aus, dass man im Augenblick zu diesen niedrigen Löhnen keine Arbeitskräfte mehr kann? Einspruch. Bitte? Tut mir leid, aber ich finde, diese Frage darf hier nicht so diskutiert werden. Aber warum denn nicht? Weil da einfach kein Zusammenhang besteht. Bestehen darf. Nicht für uns. Wir können auch theoretisch nicht so tun, als würde die Lohnhöhe vom Marktangebot an Arbeitskräften abhängen. Mir tut ja gerade so, als hätte ich ja schon einen Friedensvertrag mit dem kapitalistischen System gemacht. Das wäre alles in Butter und so gut und so richtig, wie es ist. Wer sagt das? Lieber Herr Schleusner, im Augenblick sieht es doch nun mal so aus, dass die Effektivlöhne bis zu 40% über den Tariflöhnen liegen, oder nicht? Dass das doch alles... Gehen Sie doch mal auf, bitte. Ja, Pause. Wenn ich sage, Sie sollen Ihren fetten Arsch mal einen Moment anlüften, dann macht ihr das, ob Pause ist oder nicht. Wo kommt ihr her? Ich habe was gefragt. Wir sind hier nicht beim Kommiss. Wir brauchen uns nicht anbrüllen zu lassen. Ich habe zuerst ganz freundlich gefragt, oder nicht? Was man so unter freundlich versteht, der eine so, der andere so. Wenn einer mal oben ist, kann der Vater und Mutter nehmen mehr. Habe ich zuerst bitte gesagt, oder nicht? Oder wollt ihr Komplott machen? Ach, man muss erst eine goldene Lenkstange haben und dann eine richtige Jacke ziehen, wa? Was wollen Sie damit sagen? Nix. Ich bin nur der Meinung, keiner soll seinen Geburtsschein vergessen, ne? Der wichtigste Punkt ist die Sache mit dem Arbeitswert. Da sind eben einige Kollegen in der Werkstatt der Meinung, dass da ein verstecktes Akkordsystem drin ist. Ja, aber schließlich muss ja jeder Betrieb und eben auch die Werkstätten müssen ihre Rentabilität nachweisen. Ne? Das ist bei den Produktionsbetrieben nicht weiter schwer. Da haben wir den Ausstoß. Aber bei den Werkstätten haben wir eben bislang kein besseres Mittel als die vorkalkulierten Aufträge zum Festpreis. Und da stehen wir, das ist richtig, in Konkurrenz zu Fremdreparaturfirmen. Ne? Eben. Wenn die nun billiger sind, dann kann man doch auch mal fragen, wieso. Ausbeutung der Arbeiter. Wieso sind die Privatfirmen da billiger? Doch in erster Linie nicht, weil sie rationeller arbeiten können, sondern, wie Herr Dulz ganz richtig sagte, weil da Leute beschäftigt werden, die zwei Schichten hintereinander fahren und billige Überstunden machen. Arbeitnehmer, die in solchen Betrieben beschäftigt sind, halten das vielleicht ein paar Jahre lang durch, dann sind sie fertig. Aber mit den Leuten unterhalten, die da arbeiten. Dass in diesen Firmen der Arbeiter ausgebeutet wird, ist ja nun wohl bekannt. Aber wir sind doch wohl hier, um die Probleme unseres Betriebes zu besprechen. Der Meinung bin ich auch. Aber wenn wir solche privaten Sklavenhändler beschäftigen, unterstützen wir sie. Und ich finde, das ist wohl auch unser Problem. Wenn die Kollegen in diesen Betrieben im Akkord fahren wollen und auch Akkordlöhne kriegen... Naja, also, wie gesagt, bei den Festpreisen haben einige Kollegen das Gefühl, hier ist ein versteckter Akkord, ohne dass Akkordlöhne gezahlt werden. Als wir den Akkord abgeschafft haben, da ist doch mit dem Betriebsrat, ne, ein Soll-Ist-Vergleich der kalkulierten Zeiten mit den Ist-Zeiten vereinbart worden. Also Leute, ich finde, grundsätzlich muss sich doch jeder Einzelne darüber im Klaren sein, dass nur durch die persönliche Leistung jedes Einzelnen die Arbeitsplätze erhalten werden können. Und das bleibt doch das oberste Ziel von uns allen.
Insgesamt gesehen sieht es dieses Jahr etwa so aus, dass die Weltstahlproduktion um etwa 15% höher liegt als der tatsächliche Bedarf. Und was das bedeutet, das kann sich ja jeder an seinen fünf Fingern abzählen, wohl? Möchte zu diesem Punkt noch jemand das Wort ergreifen? Ich dachte, Sie wollten sich noch dazu äußern. Ich habe eingangs gesagt, dass im Augenblick Lohnfragen, Lohnänderungen, also Lohnerhöhungen, die das Siemens-Macht in Werk 2 betreffen, von mir aus gesehen grundsätzlich indiskutabel sind. Ja, also dann kann ich vielleicht noch die Sache mit den Gabelstaplern anführen. Also zwischen Brems- und Kupplungspedal strömt so viel Hitze nach oben, dass die Schuhe schnell brüchig werden und unbrauchbar. Ja, die Angelegenheit ist bekannt. Wir stellen in der Betriebsleitung bereits Versuche an, ob durch technische, naja, vielleicht eine Asbestplatte oder so, die Hitze abgeleitet werden kann. Vielleicht sollte man sich überlegen, ob sich die Firma nicht bis dahin an den Kosten für Schuhersatz beteiligen könnte. Tja, ist doch schon spät geworden. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Mittagspause. Wir sehen uns hier um 14 Uhr wieder. Hoffentlich haben die nichts gemerkt. Was heißt gemerkt? Ja, weil sie so gereizt auf die Lohngeschichten reagiert haben. Gereizt, finden Sie? Auf alle Fälle anders als sonst. Und was sollen die Ihrer Ansicht nach gemerkt haben? Dass eben für Sie andere Gründe eine Rolle spielen. Welche Gründe meinen Sie denn? Das wäre doch ein bisschen lächerlich, wenn Sie jetzt mit Lohnforderungen für SM2 ankommen würden. Was halten Sie davon, wenn Sie mal konkret sagen, was Sie meinen? Und genau dasselbe wie Sie. Dass auf die Belegschaft des Siemens Martin Werks 2 in nicht zu ferner Zukunft ganz andere Probleme zukommen werden. Mit dem Bau des Oxygenwerks. Sie sind natürlich dafür, dass man den Betriebsrat jetzt schon darüber informiert, auch wenn der Vorstand berechtigte Bedenken hat. Ja, selbstverständlich. Dass ich mich gemeinsamen Beschlüssen des Vorstands unterwerfen muss, würden Sie nicht als Argument ansehen. Haben die anderen Herren noch nie etwas hinter Ihrem Rücken gegen Sie unternommen? Haben Sie den Betriebsrat informiert? Nein, oder glauben Sie, Apollo hätte Sie dann so davonkommen lassen? Und welche Gründe haben Sie? Ganz persönlich. Sind die geheim? Es könnte der Eindruck entstehen, als würde ich das nicht wegen der Interessen der Belegschaft tun, sondern wegen meiner ganz persönlichen. Als wollten Sie mich von meinem Sessel katapultieren. Ich hätte es nicht so aufgefasst. Sie kennen mich auch. Aber meine Kollegen in der IG Metall reagieren nicht, so jedenfalls nicht unbedingt. Also Sie meinen, ich sollte den Betriebsrat jetzt schon informieren? Allerdings. Auch wenn meine Position im Vorstand dadurch erheblich geschwächt wird, was sich bei vielen anderen Dingen auswirken kann. Wir sind alle ständig am Balancieren. Aber ich würde schon deshalb tun, weil noch andere Komplikationen mit dieser einen Sache zusammenhängen können. Andere Komplikationen? Welche denn zum Beispiel? Keine Ahnung. Irgendwas, was Sie allein übersehen. Unsinn. Das Problem sind die 400 Arbeiter, die freigesetzt werden. Wie man wisst, da sieht es so aus. Ich habe gar keine Wahl. Wenn ich es mit der Betriebsrat bespreche, dann kann ich es auch an die Presse geben. Nein, nein, lieber Schleusner. Das muss ich schon mit mir allein ausmachen. Ich bin nun mal allein. Ich kann mich mit niemandem beraten. Das ist so, leider. Sie möchten Herrn Dr. Welz anrufen. Er hat gesagt, es wäre sehr dringend. Kenne ich nicht. Kenne keinen Dr. Welz. Aus Düsseldorf. Vom DGB. Dr. Mölz? Das kann auch sein. Ich habe Welz verstanden. Haben Sie nicht gesagt, dass ich eine lange Betriebssitzung habe? Doch. Und? Er fährt Freitag nach Frankreich und vorher sagt er, muss er mit Ihnen noch etwas durchsprechen. Danke. Gar keine andere Möglichkeit,
als die drei Diebe fristlos zu entlassen. Der Autoritätsverlust meiner Meister ist ein weiterer Gesichtspunkt. Inwiefern das, wenn ich fragen darf? Ja, wenn die Arbeiter immer wieder sehen, dass Entscheidungen auf Meisterebene von der Geschäftsleitung widerrufen werden, ergibt sich das von selbst. Die Zeiten, in denen der Meister ein halber Herrgott war, sind allmählich vorbei, oder? Wollen Sie vielleicht, dass allein die Meister über Einstellung, über Entlassung und auch noch über Lohnbewertung entscheiden? Natürlich nicht. Na also. Herr Pollock, was sagt der Betriebsrat? Wir würden einer Entlassung der betroffenen Kollegen in diesem besonderen Fall nicht widersprechen. Das ist ja auch ein Ding, wa? Bei helllichtem Tage mit einem LKW in der Hütte. Ich habe mir die Personalpapiere angesehen. Molinski hat 6 schulpflichtige Kinder, eine etwas schwierige Frau. Er hat sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Er lebt in einer unserer Wohnungen. Eine fristlose Entlassung würde für ihn eine Strafe sein, die unvergleichlich härter wäre als eine in solchen Fällen von einem normalen Gericht ausgesprochene. Da ich nicht die anderen beiden entlassen kann und ihn nicht, habe ich mich entschlossen, alle drei lediglich zu verwarnen. Für Krawat und Krause eine Buße von 100 Mark auszusprechen und von 50 Mark für Molinski. Ich danke Ihnen allen für Ihre rege und offene Anteilnahme. Wer heutzutage im Top-Management bestehen will, darf nicht sentimental sein. Man muss auch nette und bedürftige Leute entlassen können. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Ich mache sowieso Überstunden. Freitag muss ich zum Kongress nach Lyon. Bist du auch viel unterwegs, was? Halt einen Kaffee, kann ich dir anbieten? Danke. Wir haben da so eine neue Kochmaschine, aber damit können unsere Damen umgehen. Wirklich nicht. Cognac? Auch nicht, danke. Sieht aber gut aus. Hat so lange nicht gesehen. Das liegt an der Beleuchtung. Wie geht's deiner Frau? Wenn ich sie sehe, gut. Egal, kommt nicht weiter. Tja. Das klang so dringend am Telefon. Wieso dringend? Erstens wollte ich dein dummes Gesicht mal wiedersehen. Er hat ein Foto gereicht. Und zweitens, war Pollock da? Unsinn. Zweitens? Werksbesichtigung, weißt du? Geht's wieder darum? Das ist doch nur ein alter Hut. Natürlich kommt da immer wieder jemand und sagt, du kennst das Werk. Ich halte nichts von Händeschütteln, durch den Betrieb gehen, aufmunternde Worte reden. Die Leute werden beim Metzger und Bäcker können sie auch nicht mit Händeschütteln bezahlen, sondern mit Geld. Und Entscheidungen darüber fallen in den Büros. Unsere Sorgen stehen aber mit etwas anderem im Zusammenhang: mit dem neuen Oxygenwerk. Ihr plant doch eins, oder? Wer sagt das? Ob ihr eins plant? Wir machen uns Gedanken darüber. Vorplanung? Nein, noch nicht so konkret. Aber es wird doch gebaut werden. Das ja, muss ja. Aber das ist noch nicht so weit. Wir haben ja noch nicht mal die Vorlage zur Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Das ist ja für euch doch nur eine Formalität. Na, der Aufsichtsrat kümmert sich dreimal im Jahr um die Polhütte. Ich 365 Tage im Jahr. Ob ich in eurem Aufsichtsrat sitze oder nicht, hat mit deiner Frage gar nichts zu tun. Was dann? Was wollt ihr eigentlich? Passt euch da irgendwas nicht? Hunderte von Arbeitern verlieren ihren Arbeitsplatz und unser Mann hält es nicht für nötig, diese Information weiterzugeben. Ja, euer Mann, ja, so sieht das für euch aus. Für euch ist das alles ja auch ganz einfach. Die Gewerkschaft schlägt einen Mann für den Vorstand vor, der Mann kriegt den Posten und ihr geht mit stolzer Brust nach Hause. Das war mal wieder eine tolle Leistung der Gewerkschaft. Ihr denkt, ich sei da nur von IG Metallen umgeben. Und die anderen Direktoren, die Betriebsingenieure, die Prokuristen, die Chefs, die Oberchefs, ja, alles Leute der IG Metall. Brüder im Geist, Gesinnungsgenossen, alle haben die gleichen Interessen. Was? Geh doch mal rein in einen solchen Betrieb, wo täglich 100 Konflikte auf dich zukommen. Dann setz dich wieder hin. Aber ach, wenn ich sitzen will, sitze ich, und wenn ich stehen will, dann stelle ich mich hin. Mensch, Herbert. Ja, glaubt ihr denn hier, ich habe die Entscheidung erstmal nicht zu sagen leicht gemacht oder aus Dämlichkeit oder Bequemlichkeit das Maul gehalten? Nein, das sagt doch keiner. Du musst doch einsehen, dass gerade das Informieren der Belegschaft Information, Information und nochmals Information. Der Arbeiter muss merken, dass gerade im Betrieb, in dem Mitbestimmung praktiziert wird, Entscheidungen, die oben getroffen werden, allein von der Sache her... Das werden Sie ja auch! Wollen wir nicht diskutieren, da habe ich Gegenbeispiele. Aber wenn er nicht gründlich informiert wird, dann denkt er, es geht immer weiter um den Profit der Eigentümer, ganz allein da. Und auf welche Weise soll ich informieren, wenn ich nicht mal die Werkszeitung kontrollieren kann? Oder ist der Betriebsrat auf einmal auch bereit, für mich die Arbeit niederzulegen, damit der Arbeitsdirektor die Werkszeitung in die Finger bekommt? Ist die denn doch immer nicht unterstellt? Nein, Dr. Roske. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Aber eben grundsätzlich. Im Vorstand habe ich 5 Leute gegen mich. Da muss ich immer wieder nachgeben in einem Punkt, um in einem anderen was zu erreichen.
Und wenn ich dem Vorstand komplett in den Rücken falle, dann kann ich gleich ganz einpacken. Und in diesem Fall wäre das so aufgenommen worden. In diesem Fall hast du eindeutig versagt. Und da bin ich entschieden anderer Meinung. Ob ich die Umsetzung von rund 400 Arbeitern, die nicht mit ins neue Werk übernommen werden können, nur 6 Monate früher oder später vorbereite, entscheidend bleibt, dass niemand entlassen wird. Die Garantie hast du schriftlich? So gut wie. Und was mit den anderen? Mit welchen anderen? Kennst du den Plan nicht? Woher hast du den? Das ist ja nun egal. Das ist ja ein Lageplan fürs neue Werk. Sieht ganz so aus. Ich habe noch keinen gekriegt. Und? Was sagst du dazu? Zum Plan? Allerdings. Wieso? Gefällt dir die Lage? Soll da irgendwann die Bahn? Ist doch eine gute Position. Findest du? Ich weiß wirklich nicht, was. Dann guck ich dir genau an. Ein leerer Bauplatz an der Bahn, was? Wollen wir das etwa da hinstellen, wo? Jawohl. Genau da, wo jetzt die Baumattenfertigung ist. Mit 200 Leuten. 180 sind es nur. Ach. Deine Kollegen vom Vorstand wollen das neue Oxygenwerk genau dahin stellen, wo sich zufällig bereits ein Betrieb befindet. Ich schwöre dir, davon ist nie die Rede gewesen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Eben. Dann soll die Baumattenfertigung stillgelegt werden? Muss ja wohl. Das ist nie erwähnt worden. Meinst du, das wegen die dir auf die Nase? Aber das lasst mir nicht gefallen, ich gehe heute Abend noch zu Roske. Das wäre das Schlimmste. Das sei einfach gegen die Spielregeln. Seit wann? Aber das kann ich mir nicht gefallen lassen. Die kann doch nicht einfach so in meinen Kram reinfuschen. Du musst nicht einfach immer nur verteidigen, du musst selbst noch mal angreifen. Dann fuschst du eben mal in deren Kram rein. Daran, dass man so komplett isoliert ist, davon kommt zu was. Das kannst du doch selbst ändern. Ich habe auch nur zwei Hände und einen Kopf. Eben, du musst einfach deine Basis verbreitern. Guten Tag, Kollege. Das geht nicht einfach von heute auf morgen, sondern so ganz allmählich. Ich arbeite hier in der Runde die Züge an. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der in London aus einem Club kommt, auf die Straße und schnuppert und den Portier fragt, what a strange smell out here? Und der Portier sagt, let's sir, is a fresh air. Kann ich dich irgendwo absetzen? Wo mein Wagen da drüben stehen. Übrigens, was ich noch fragen wollte, wie macht sich eigentlich der Chancenmann? Weshalb fragst du? Einfach so, warum? Einfach so, wem willst du das erzählen? Mensch, Herbert. Ich halte überhaupt nicht von Verständspielerei. Ich glaube, der wird auf meinem Bett besser einen anderen. Ich kann doch gar keine Rede sagen. Warum muss ich das denn auch nicht sagen? Bist du doch drin, Mann? Ich habe ja auch eine Kuchenbeine. Ach so, Mann. Ich frage ganz ehrlich, ich überhaupt nichts. Ich bin nicht, dass wir uns als Arbeitsleben ist doch Lacher. So weit denkt bei uns kein Mensch. Wenn eines Tages irgendwann, dann kannst du dir nicht gleich zu einem Riesenbetrieb wie bei euch. So nicht? Gleich eine Art, jedenfalls theoretisch und ideologisch mehr aufgepasst als wir beide zusammen. Warum nicht? Und was den Fall angeht, der hätte sich ja anders entschieden als ich. Nämlich in eurem Sinn. Glaube ich dir ja gern. Aber ich meine, und da bin ich ganz offen. Wenn man selbst nicht zur Entscheidung gezwungen wird, sieht die Praxis immer noch anders aus. Auch wenn man im Betrieb ist, wie Schleusner. Irgendwo ist das noch immer Theorie. Denn das dürft ihr nie vergessen. Vom grünen Tisch aus, auch von eurem Gewerkschaftsbüro, sieht die Welt ganz anders aus als von meinem Sessel. Also Herbert, wir sind klar. Was wir heute besprochen haben, ist erledigt. Und dann geht hier. Selbst ein paar Jahre am grünen Tisch gesessen, Herbert, ich weiß nicht. Also dann wollen wir nicht wieder von vorne anfangen. Hätte ich meiner vergessen. Dann meldet sich morgen bei dir ein gewisser Quade, ein Journalist, der will sich da allgemein so über diesen ganzen Kram informieren. Über das neue Werk? Nein, allgemein. Mitbestimmung und so in der Praxis. Ich habe mir empfohlen, sich mit dir zu unterhalten.
Siehst ganz schön blass aus, weißt du das? Hätte ich mich vielleicht noch lange schminken sollen. Man kann denken, du und nicht ich wäre da. Red doch weiter. Sag's doch. Am Tod vorbeigeschrammt, jawohl. Ach, am Tod vorbei musst du immer so übertreiben. Ich war überarbeitet und da hat der Körper eben ein bisschen temperamentvoll reagiert. Das kannst du dir selber erzählen, aber nicht mir. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich hab gedacht, du würdest hier ankommen und sagen, siehste? Ach, Herbert. Ja, du hast ja immer... Grund genug hätte ich weiß Gott gehabt. Jedenfalls möchte ich sowas nicht nochmal durchmachen. Der Anruf mitten in der Nacht und die Fahrt hierher. Man weiß doch gar nicht genau, was nun wirklich los ist. Die sagen einem ja nicht alles. Wahrscheinlich haben sie selbst noch nichts gewusst. Wenn es wirklich was Ernstes wäre, dürfte ich nicht ins Büro. Wer weiß, was du dem Arzt da vorgejammert hast. Er hat mir ans Herz gelegt, dass du dich schonen musst. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, dass man jemanden nach sowas... dass man einen Menschen nach sowas gleich wieder zur Arbeit gehen lässt. Aber der Patient absolut darauf besteht. Und der Mann hat daran Revier unterschrieben, dass er die Klinik auf eigene Verantwortung verlässt. Was? Herbert, das ist doch wahr. Ja, ich kann Sie auch beruhigen. Das EKG und die Transaminasen sind in Ordnung. Na, da hörst du es ja. Ich glaube auch nicht, dass jemand gleich mit Volldampf fahren wird. Schließlich war das ja eine nette Warnung, oder? Ach, die hat er doch bis morgen früh wieder vergessen. Unsinn. Also den nächsten Tag mal den größten Ärger aus dem Wege gehen. Heiliger Strohsack, der möchte lieber gleich sterben. Er sucht sich Ärger, wenn er keinen meine hat. Meine Frau... Sei schon vernünftig. Wenn es auch kein Herzinfarkt war, aber schließlich muss ja irgendwas gewesen sein. Und dass Sie schonen müssen, ist doch wohl auch klar. Sie reden in den Winter, Doktor. Nein, ich rede ein bisschen kürzer. Sie können sich darauf verlassen. Ich bleibe heute nicht den ganzen Tag im Büro. Eine Stunde, Herr Vogt, und schicke Ihnen die Polizei ins Büro. Dann möchte ich Sie nach Tagen noch mal sehen zur Nahuntersuchung. EKG, Röntgenaufnahme und so weiter. Ja. Tja, Herr Vogt, dann würde ich mir wirklich mal überlegen, ob da nicht so ein kleiner Urlaub von 6 bis 8 Wochen drin ist. Da kann ich nur lachen. Ja, also dann vor allem jeden Ärger aus dem Wege gehen. Ich gebe ja zu, ich könnte mir das Leben leichter machen. Ich meine, so tun, als ob es leichter wäre. Rede ich mit dem Betriebsrat, könnte ich mich auf den Vorstand schimpfen, auf die Gewerkschaft, auf die Kerle in Bonn, auf den Wirtschaftsminister, auf den Finanzminister, auf den Kanzler, auf die Studenten, auf die Kapitalisten, was immer gerade dran ist. Beim Vorstand mache ich dann dasselbe, wenn die gerade vorhaben. Und mit welchem Resultat? Das führt zu nichts. Natürlich könnte ich so tun, als hätte ich schon alles erreicht. Wenn ich Kindergärten einrichte, Erholungsheime, Sportplätze, Schwimmhallen. Wenn ich mich so als eine Art Beglückwünscher für Jubilare und Fließband für Sozialleistungen anbiete. Aber dann würde ich mich erst recht ärgern, richtig ärgern. So auf die Art, die ich mir ausgesucht habe. Mein Gott, da lohnt sich das wenigstens. Wenn es da Ärger gibt, den gibt es jeden Tag, ist ja klar. Dann weiß ich aber abends, wenn ich nach Hause komme, jedenfalls warum. In WBW1 war die Rutsche von Ofen 2 defekt. 1,25 Stunden. Im WBW2 die Oberwalze von V1 gebrochen. 3,83 Stunden. Wie war das? F1, Bandriss, 3,4. 2 Stunden. Alles? Dann heißt es da, die Zeitnehmer hätten Mikrofon an den Drehbänken angebracht. Das kann ich gar nicht glauben. Es ist mir egal, wer das angeordnet hat. Die Dinger werden sofort wieder abmontiert. Ich habe gar nichts dagegen, dass die Vorgabezeiten geändert werden, aber nicht mit solchen Methoden. Haben wir uns verstanden? Gut. Danke. Herrn Pfennig, bitte. Thank you.
Pfennig? Pfennig. Herr Vogt hätte Sie gerne gesprochen. Guten Tag, Herr Pfennig. Wegen der Schweißarbeiten im MHW1, sind Sie da informiert? Ja, gut. Ich sehe hier, dass sich die Arbeiter dagegen wehren, dass die Hitzeabschirmung vorgenommen wird. Die Leute haben Angst um die Erschwernis-Zulagen. Das ist doch ganz unmöglich, dass Sie wegen der Fahrmarkt mehr bei einer Hitze von 70 bis 80 Grad weiterarbeiten. Nein, das kann ich nicht. Ich bin der Meinung, dass wir zunächst die Arbeitsbedingungen verbessern müssen. Auch auf Kosten von Lohnzulagen. Allerdings... Das hört sich ziemlich zynisch an, finde ich. Aber Herr Quade... Hier bitte. Herr Quade, es hat doch keinen Zweck, dass man sich da einen Popanz aufbaut, seine ganze Munition gegen ihn verschießt und den wirklichen Gegner unbehelligt davonkommen lässt. Denn das ist die Konsequenz. Wieso einen Popanz? Popanz, weil niemand das mehr ändern kann. Wer glaubt, er kann die Arbeitsteilung wieder abschaffen? Das sind doch romantische Träume. Meine Herren, ein Unternehmen von einiger Größenordnung, ja wohl auch kleinere nicht. Man kann die nicht betreiben, wenn nicht irgendjemand anordnet und kontrolliert. Wenn das glaubt, der lügt sie doch in die eigene Tasche. Ich würde sagen, so einer ist in Wahrheit reaktionär. Dann wird es also immer weiter konfliktig geben. Warum denn nicht? Ich kann Ihnen alle möglichen Sorten anbieten, in allen Variationen. Ganz unerwartet. Eigentlich deprimiert. Wieso? Nee. Ich mache dann wirklich diese Sucht nach Synthese nervös. Harmonie um jeden Preis. Wir brauchen so ein schönes sportliches Verhältnis. So. Herr Vogt, da? Sie können gleich reingehen, er wartet schon auf Sie. Herr Quade. Hallo? Ach, einen Moment. Frau Vogt. Den Mantel von Quade. Ja, Frau Vogt. Ja, doch, ich weiß. Ja, Ihr Mann hat sich gerade auf sein Sofa gelegt. Ja, natürlich. Ja, Ihr Mann hat mich gerade gebeten, Sie anzurufen. Es geht ihm gut. Ich habe schon einiges mit Herrn Schlossner besprochen. Er versuchte gerade, mich davon zu überzeugen, dass in größeren Unternehmen Konflikte unvermeidbar sind. Wenn Herr Schleusner sowas sagt, glaube ich es ihm sogar. Bei grundsätzlichen theoretischen Dingen stehe ich unter seinem Kuratell. Herr Vogt möchte damit aber andeuten, dass ich von Betriebspraxis keine Ahnung habe. Die Praxis kennen und mit Menschen umgehen sind zweierlei, aber... Würden Sie denn zustimmen? Konflikte? Ja. Aber ja, es gibt nicht nur welche. Ich habe das Gefühl, ich bin selbst einer. Manche halten mich für eine Art Oberbetriebsrat, weil ich ursprünglich durch die Gewerkschaften in den Vorstand gekommen bin. Also gewissermaßen von außen reingeschossen, erwarten nun manche, dass ich sozusagen die fünfte Kolonne der IG Metall in der Betriebsführung spiele. Aber laut Gesetz bin ich das Gegenteil. Arbeitgeber. Und nur das. Wieder andere glauben, ich wäre nur da, um auszugleichen. Denn Störungen im Betrieb sind unrentabel. Was glauben Sie, was eine Stunde Streik hier den Laden kostet? Ziemlich kompliziert. Sitzen Sie da nicht immer zwischen zwei Stühlen? Zwischen zwei ist gut. Vielleicht sitze ich immer irgendwo zwischen Stühlen. Aber das scheint ja in letzter Zeit ein ganz begehrter Platz zu sein. Weil wenn man auf der einen Seite Arbeitgeber ist, auf der anderen Arbeitnehmer, das kann doch nicht gut gehen. Warum fragen Sie mich das? Das geht jedem anderen Vorstandsmitglied genauso. Oder noch mehr, nehmen Sie den Aufsichtsrat. Da fehlt nirgendwo der Vertreter einer Bank. Und dieser Bankvertreter sitzt darüber hinaus nicht nur bei uns, sondern noch bei x anderen Firmen. Aber er muss gleichzeitig dem Wohl der Firma dienen, in deren Haus er gerade seinen flüchtigen Besuch abstattet. Ich will Ihnen was sagen. Wir alle sind im Grunde ziemlich viel auf einmal im Laufe eines Tages. Sie zum Beispiel... Sie sind Reporter, aber auch Angestellter eines Verlegers. Dann Bürger einer Stadt, eines Landes und vielleicht wieder international Angehöriger irgendeiner Klasse. Können Sie mir ersparen, den Begriff zu diskutieren. Warum? Herr Schleusner. Sie sind gleichzeitig Fußgänger und Autofahrer. Der Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist weitaus größer. Kann man so entgegengesetzte Interessen wirklich gleichzeitig vertreten? Das muss man. Das muss man, wenn man, wie ich glaube, das... oder umgekehrt... Wer glaubt, dass die Gegensätze unüberwindbar sind, der muss sich zu einem harten Klassenkampf bekennen. Ich dagegen. Viele, wir glauben, dass Unternehmensführung und Belegschaft gemeinsame Interessen haben und entgegengesetzte. Beides. Sowohl als auch. Aber eben mehr gemeinsame. Zum Beispiel? Also... Zuerst mal, dass das Unternehmen erfolgreich arbeitet. Dass unsere Erzeugnisse auch verkauft werden. Dass unser Unternehmen einen guten Namen hat. Aber gegensätzliche Interessen bestehen natürlich bei dem Problem, wer kriegt was von dem gemeinsam erarbeiteten Gewinn. Dann sind Sie also grundsätzlich der Meinung, dass sich die qualifizierte Mitbestimmung bewährt hat? Wenn Sie das persönlich von meiner Position aus betrachten, kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Das unterscheidet sich auch sehr von Betrieb zu Betrieb. Ich würde nur sagen, dass es prinzipiell richtig ist, die Führung eines Großunternehmens von Vertretern der Belegschaft mitkontrollieren zu lassen.
Es muss ganz normal werden, dass die unvermeidlichen Konflikte, ob nun durch Wachstum, durch Automatisierung, durch Rezession, aus welcher Ecke sie nun immer kommen mögen, dass diese Fragen nicht mit schöner Selbstverständlichkeit allein auf Kosten der Arbeiter gelöst werden. Das halte ich prinzipiell für richtig. Frau Luck schon da? Nein. Dann rufen Sie nochmal an. Ja. Für welche Form, für welche Institution man sich entschließt, ach, das ist weniger bedeutend. Ich sehe das Ganze als Prozess an. Ich habe nie eine Entscheidung von heute auf morgen erwartet. Dagegen steht aber doch der Anspruch des Eigentümers oder seiner Vertreter, der mit Recht, finde ich, sagt, dass er schon deshalb allein entscheiden muss, weil einfach sein Risiko größer ist. Das Risiko größer? Weshalb? Wenn es mal schief geht. Ja, was tut dann der Unternehmer, wenn es mal schief geht? Was tut er dann wirklich? Was haben Sie denn allesamt getan? Sie rufen doch nach Vater Staat. Dann muss der doch dem armen Unternehmer unter die Arme greifen, weil es ja auch um die Arbeitsplätze geht. Dann muss auf einmal die Allgemeinheit ran. Was ist das für ein Risiko? Ja, Sie haben recht, der Arbeiter riskiert kein Vermögen, der hat gar keins. Der Arbeiter riskiert so gut wie nichts, nur seine Existenz. Ich glaube, damit sind Ihre Fragen halbwegs beantwortet. Entschuldigen Sie mich, aber ich habe noch zu tun. Und Sie fahren jetzt bitte nicht im Fahrstuhl spazieren, sondern gehen gleich, wenn Sie einen Quader rausgebracht haben, zum Betriebsrat rüber. Ich möchte einen Pollock sprechen, persönlich, hier in meinem Büro, und zwar bald, wenn es geht. Eines Tages verlangt ihr wohl noch, dass wir noch ein Polster drauf unterm Arsch stehen. Früher waren wir froh, wenn wir mal in einer ruhigen Minute im Stehen von der Schule abreißen konnten. Froh waren wir da. War wie Weihnachten. Da wurde noch gearbeitet. Wenn ich sowas schon höre. Glauben Sie, macht Spaß, 8 Stunden lang in den Dreck zu malochen, ganzes Leben lang? Spaß? Mensch, ihr würdet doch verschimmeln und verblöden, wenn man euch den Lohn ohne Arbeit geben würde. Nehmen wir nur ganz auf den Versuch an. Los, los, dabei, dabei, auf die Plätze. Wir sind 140 Tonnen unter Zoll. Los, los, ihr faulen Säcke. Thank you.
Kennst du die Geschichte von dem Mann, der in London aus einem Club kommt auf die Straße und den Portier fragt, what a strange smell out here? Und der Portier sagt, that, sir, is a fresh air. Kann ich dich irgendwo absetzen? Ich habe meinen Wagen da drüben stehen. Übrigens, was ich noch fragen wollte, wie macht sie gar nicht der Schleusener? Wieso? Weshalb fragst du? Einfach so, warum? Einfach so. Wem willst du das erzählen? Scherber. Ich halte überhaupt nichts von Versteckspielerei. Wenn ihr glaubt, ihr könnt auf meinem Sessel besser einander... Davon kann doch gar keine Rede sein. Warum bringst du das denn nicht im Aufsichtsrat zur Sprache? Sitzt doch drin bei uns. Ich habe dir heute klipp und klar gesagt, dass ich eine ganz spezielle Entscheidung von dir für falsch halte. Akzeptiert, aber... Aber damit ist der ganze Fall für uns auch erledigt. So? Wirklich? Und dann, nachdem ihr mich zur Sau gemacht habt... Wer hat dich zur Sau gemacht? Kommst du mit der scheinheiligen Frage, wie sich mein Assistent macht? Er macht sich gut, er ist tüchtig, er ist intelligent, zufrieden, ja? Herbert... Ach, ist doch wahr. Die Frage, ganz ehrlich, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir heute besprochen haben. Schleusner als Arbeitsdirektor ist doch lachhaft. So weit denkt bei uns kein Mensch. Wenn eines Tages irgendwann, dann geht ganz sicher nicht gleich in so einem Riesenbetrieb wie bei euch. Wieso nicht? Schleusner hat jedenfalls theoretisch und ideologisch mehr auf dem Kasten als wir beide zusammen. Warum nicht? Und was den Fall angeht, der hätte sicher anders entschieden als ich. Nämlich in eurem Sinn. Glaube ich dir ja gern. Aber ich meine, und da bin ich ganz offen, wenn man selbst nicht zur Entscheidung gezwungen wird, sieht die Praxis immer noch anders aus. Auch wenn man im Betrieb ist, wie Schleusner. Irgendwo ist das noch immer Theorie. Denn das dürft ihr nie vergessen. Vom grünen Tisch aus, auch von eurem im Gewerkschaftsbüro, sieht die Welt ganz anders aus als von meinem Sessel. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber dass du nicht nur Freunde bei uns hast, ist dir wohl klar. Logisch. Ein paar lauern geradezu darauf, dass du passen machst. Diese Klugscheißer sollen doch also mal sehen. Also Herbert, wir sind klar. Was wir heute besprochen haben, ist erledigt, garantiere ich dir. Wenn ich nicht selbst ein paar Jahre am grünen Tisch gesessen hätte, aber ich weiß eben wie. Also nun wollen wir nicht wieder von vorne anfangen. Straßen könnten wir da über Essen fahren. Ich bin gleich auf dem Vorschläge. Na ja, gut. Die möchte ich alle mal sehen, wenn sie wirklich in der Praxis drin hängen. Da wird so mancher ganz schön dämlich aus der Wäsche kommen. Sachen werden gekauft, kommen in den Schrank und werden vergessen. Also wenn ich etwas... Befugt! Haben Sie Schmerzen? Als ob das Herz stehen bleiben wollte. Man kriegt richtig Angst, was? Ganz beschissene Angst. Verzeihung. Herbert Vogt und Herr Trupp. Ja, wir müssen ja irgendwie Ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen. Ich fühle mich schon besser. Ja, ja, natürlich. Jetzt müssen Sie erstmal ein bisschen entspannen. Ein bisschen ausruhen. Im Moment dachte ich, es ist vorbei. Hier scheußliche Schmerzen und das sichere Gefühl, dass das Herz nicht mehr schlagen will. Das ist ganz normal. Verheiratet? Ja, eine Tochter. Beschäftigt bei der Pulle, der Direktor? Ich bin im Vorstand, ja. Blutdruckmesser, bitte. Irgendwie mal frühere Beschwerden gehabt? Früher? Ich kann mich nicht erinnern. Vor ein paar Tagen allerdings, da hatte ich so Stiche. Ja, das ist gewesen, warten Sie mal, vorgestern Morgen, glaube ich. So Stiche. Und überhaupt, ja, morgen.
Morgens, als ich aufstand, fühlte ich mich schwach, so als ob ich eine Grippe in den Knochen hätte. Vorgestern, sagen Sie? Ich glaube, ja. Gleich morgens beim Aufstehen schon. Dabei stehe ich doch nie sehr früh auf. Meistens wache ich ja von alleine auf, brauche gar nicht geweckt zu werden. Bin auch nie im 8 im Büro, wenn offizieller Arbeitsbeginn ist, bei der Verwaltung natürlich nur. Ich komme 8:30 jeden Tag auf die Minute. Es wäre auch sinnlos, um 8 da zu sein. Dann sind alle Fahrstühle besetzt und die Angestellten stehen unten Schlange. Und die anderen Kollegen vom Vorstand, wann kommen die? Wann kommt Dr. Roske? Nie vor 10. Pepper? Krämer? Krämer eher vor 8. Vorgestern hatte ich die Stiche zuerst. Ja, vorgestern Morgen hatte ich sie. Papi kommt. Ist was? Nein, wieso? Du guckst so. Bist nicht wieder zu spät dran heute? Das fragst du jeden Morgen. Ich hab mich ein bisschen verlegen. Du hörst ja nicht drauf, aber ich finde, du siehst heute besonders blass aus. Wenn du meinen Arzt fragen würdest, der würde... Ach, Unsinn. Wirklich? Elsa hat am Sonntag auch gesagt, dass du miserabel bist. Elsa, wenn es nach Elsa ginge, wären wir alle schon seit Jahren tot. Wenn du dein Frühstück nicht immer so reinschlingen würdest. Wieso schlinge ich? Erst doch ganz langsam. Dass du dich nicht dran gewöhnen kannst, richtig am Tisch zu essen. Jeder andere Mensch auch. Ich sitze hier ohnehin den ganzen Tag. Außerdem frühstücke ich gerne im Stehen. Außer sonntags, dann natürlich im Bett. Natürlich. Immer extreme. Du, Herbert, wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast, ihr habt doch einen Betriebsarzt. Wir haben sogar 4. Wir sind ein soziales Unternehmen. Nein, die Reihenfolge ist so. Blau, Grün, Rot, Blei, Kopier. Ja, ich dachte, der Grüne. Deswegen gehen die Ehen der Direktoren kaputt. Guten Morgen, Herr Schleusner. Guten Morgen, die Damen. Heute ist Montag, da kommt der Spiegel nach oben, dann ist die NRZ, Frankfurter Handelsblatt. Welche Ehefrau kann es damit aufnehmen? Was wollen Sie damit sagen? Was ich damit sagen wollte, habe ich gesagt. Hinzuzufügen wäre noch, dass Sie Ihrem Chef keinen Gefallen damit tun, wenn Sie ihm den Arbeitsweg so lackieren, dass er immer weniger mit der Wirklichkeit in Kontakt kommen kann. Aber doch nicht, weil wir einfach ein bisschen Ordnung schaffen. Muss doch alles an seinem Platz sein. Außerdem machen wir es immer so. Eben. Achtung, direkte Vogt! Auf dem Gelände hier befinden sich nur die Stammwerke der Polhütte. Kokerei, Erzaufbereitungs- und Sinteranlagen, Hochofenwerke, Walzwerke, Blockbrammenstraße und unsere in Europa einmalige Universalbrammenstraße. Wir werden das alles nachher noch im Einzelnen sehen.
Zur Geschichte der Polhütte wäre interessant zu sagen, dass hier um die Jahrhundertwende beinahe Ödland war. Erst als der Gründer Georg Pohl dieses Gebiet hier erwarb, veränderte sich das Landschaftsbild schlagartig. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass auf diesem Komplex von 14,2 Quadratkilometern heute fast 30.000 Menschen beschäftigt sind, so können Sie sich in etwa ausmalen, welches Gewicht allein für diese Stadt die Polhütte bedeutet. Gaststätten, Schulen, Geschäfte, auch Rathaus und Kinos. Letztlich hängt das Schicksal aller an unserem Werk. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 35 Jahren. Das Kapital der Polhütten AG beträgt rund 500 Millionen Mark, verteilt auf fast 100.000 Aktionäre, kleine, aber auch einige größere. Zur Linken sehen Sie hier unseren Park. Bäume werden Sie allerdings keine finden. Es ist ja auch kein gewöhnlicher Park, sondern ein Kokillenpark. Eher ein Parkplatz. Kokillen sind, einfach gesprochen, wie Kuchenformen. Nur gießen wir keinen Teich rein, sondern glühenden Stahl. Dieser Park hier hat eine Kapazität von ca. 1100 Einheiten verschiedener Breiten und Qualitäten. Das war noch ein bisschen früh, aber ich meine, man kann ja mit dem Weihnachtsgeld nicht früh genug anfangen. Der Kovac hat Berufung angelegt. Moin. Einkaufsschein für der Beten, nicht? Sehe ich jemanden. Und hier gleich einen zweiten, für das, was du beim ersten Einkauf vergisst. Da gibt es jetzt auch verbilligte Teppiche durch. Ich brauche keine Teppiche. Danke. Also, wer mich versucht, ich bin in der Warteschleife. Was ist denn hier? Ich habe noch nicht gesehen. Ich muss jetzt zu Vogt. Soll ich schon mal wegen Weihnachtsgeld vorführen? Unsinn, Quatsch, nein. Aber du kannst ihm sagen, der Arbeitsdirektor von der Wernerhütte steht morgen schon um 6 auf, um in Betrieb zu gehen. Das weiß er doch. Natürlich, dann sagst du ihm nicht. Aber das ist doch Mist, immer auf solchen Äußerlichkeiten rumzureiten. Wenn da einer durch den Betrieb geht. Das ist doch nicht mein Ernst. Also, wenn der Ries kommt, schon. Thank you.
Ich hatte sowieso Runden was zu erledigen. Da hat mich der Chef gebeten, die Sache eben persönlich vorzutragen. Der hält es für ein besonders schweres Vergehen. Ich auch, da bin ich seiner Meinung. Und Sie können ihm sagen, dass die drei fristlos entlassen werden. Geklaut wird immer. Aber hier, sagt der Chef, handelt es sich A, um einen geplanten vorsätzlichen, B, um gemeinsamen Diebstahl. Ja, haben der Schichtmeister nicht gemerkt, dass die drei abgehauen sind? Da bin ich überfragt. Mir sagt doch niemand was. Die sagen alle, ach, der da, Akademiker, kommt aus Aachen mit seinen Lackschuhen an. Zahlen schreiben. Wie das alles funktioniert, weiß der nicht. Hat er keine Ahnung. Stellen Sie doch mal fest, wer der Schichtmeister war. Naja, was eben die Reden so an so sind. Glauben Sie, dass der Meister die deckt? Nein, sicher nicht. Ich glaube in diesem Fall nicht mal die Kollegen. Schließlich geht das ja auf die gemeinsame Prämie. Die waren ja über eine Stunde weg. Manche meckern schon, wenn mein Kollege noch so lange auf dem Klo ist. Wenn ich in solchen Fällen nicht fristlos entlasse, wann soll ich es dann tun? Und dann habe ich das den zuständigen Herren des Betriebsrats vorgelegt. Schließlich haben die Herren ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und, na was schon, ich komme gerade von drüben. Die haben nur dumm gegrinst, wie immer. Dabei ist das ganz deutlich. Na, Sie gestatten, deutlicher geht's gar nicht. Hier, 20 Minuten vor 9, 8.40 Uhr, der Stromverbrauch sackt rapide. Und, bitte, um 10 nach 9 geht die Kurve wieder nach oben. Ich hab's ja gesehen. Ja, das ist eine halbe Stunde. Die Pause beträgt aber nur eine Viertelstunde. Ja. Damit ist einwandfrei erwiesen, dass die Maschinen 10 Minuten zu früh abgeschaltet und 10 Minuten zu spät wieder eingeschaltet werden. Passt. Bitte? Passt. 10 sind sie 20, aber die Differenz zur Pause beträgt nur eine Viertelstunde. Na gut, aber was das kostet? Vielleicht sehe ich mir das mal an Ort und Stelle an. Ach, wenn Sie kommen, machen die das doch nicht. Die sehen Sie ja schon auf 1 Kilometer Entfernung. Ich notiere mir das. Ja, ich muss die Angelegenheit natürlich auch noch Direktor Krämer vortragen. Das hätten Sie doch gleich machen können. Das ist ja schwer, einen Termin zu kriegen bei ihm. Also gut, ich werde es mir notieren. Frau Brecht, bitten Sie doch Schleusner um die Personalunterlagen dabei. Naja, Sie wissen schon. Ja, soll ich Ihnen das Diagramm hier lassen? Wenn Sie wollen, gerne. Aber ich sage Ihnen auch, woran das liegt. An die vielen jungen Kerle, die da jetzt arbeiten. An mich fragt man ja bei Einstellung nicht mehr. Ich kriege die Leute. Nach 3 Monaten, da darf ich mein erstes Gutachten vorlegen. Aber dann holen die sich schon ersten Krankenschein, ne? Und sind fest drin. Im Sommer holst du dir einen Wolf. Immer mit dem warmen Arsch auf die kalte Blöcke. Ich hab Max das gesagt. Ja? Mit der Bank. Außer der Arbeitszeit hat er gesagt, da steht ihm von ihm aus nichts im Weg. Max, du bist doch nicht der King hier. Was der sagt. Vielleicht geht er damit zum Meister. Wegen sowas. Also, wollen wir nun oder wollen wir nicht? Holz hab ich gesehen. Heute gleich? Jo! Komm, lass jucken! Was meinst du, wenn wir morgen eine Stunde eher kommen? Tofte! Gebombt! Was die Unfälle angeht. Wenn da einer 5, 6 Unfälle hintereinander hat, da fragt man sich doch, was liegt davor. Und von dem Diebstahl im Werk Braubach haben Sie doch sicher gehört. Molinski, Grabert, Krause. Ich plädiere dafür fristlose Entlassung. Ist das nicht ein bisschen happig? Der Kollege Dulz ist für das Blockwalzwerk zuständig. Ich wollte sowieso vorschlagen, ob wir nicht kurzfristig eine größere Besprechung einberufen können. Da sind noch so verschiedene andere Punkte von der letzten Woche. Zum Beispiel Unfragen im Siemens-Martin-Werk unter anderem. Siemens-Martin-Werk? Nein,
Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Im Augenblick bestehen da gar keine Aussichten, absolut überhaupt keine. Ja, es sind schwerwiegende Gründe, wenn Sie so wollen. Und zu gegebener Zeit werde ich Ihnen auch erläutern, warum ich da so energisch. Das sind doch dann nur Detailänderungen. Und wenn wir ohnehin über die Entlassung sprechen müssen, Jules kann dann dabei sein. Er muss dabei sein, er ist... Ja, so aus dem Hut bin ich natürlich grundsätzlich gegen so eine harte Entscheidung. Andererseits gebe ich doch zu, ist klar, dass der Fall von den dreien ziemlich über die Stränge schlägt. Aber ich würde sagen, es muss halt der Betriebschef dabei sein. Und der Meister auch. Also ich will mich nicht grundsätzlich sperren, wenn Sie mich dazu haben wollen, meinetwegen. Wir müssen uns dann nur einen günstigen Termin für morgen aussuchen. Aber wenn wir das tun, dann müssen Sie auch ein Programm machen. Mit erstens, zweitens, drittens, viertens, genaue Tagesordnung und so. Und ich würde sagen, dass Sie mich dann dazu offiziell einladen. Da können wir dann klare Bahnen schaffen. Es wäre mir übrigens lieb, wenn die Sache mit dem Diebstahl von Ihnen angesprochen würde. Ich würde mich dann erst äußern, wenn ich gehört habe, wie die anderen Herren darüber denken. Ja? Gut. Bitte? Jederzeit, Herr Pollock. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Heiliger Strohsack, sind Sie unter die Indianer gegangen? Ich hatte geklopft, ich habe gemeint, Sie hätten da reingesagt. Ich wollte nur die Akten der Diebe vorlegen. Sie wollen morgen eine Sitzung wegen der Leute? Pollock will ich nicht. Allerdings müsste ich mich sehr täuschen, wenn das für den Betriebsrat nicht nur ein Vorwand ist. In Wirklichkeit wollen Sie mit mir was diskutieren, was ich nicht diskutieren will. Sie können mir da ein bisschen helfen. Sie können da ein paar Punkte ansprechen, die wir ohnehin mal durchsprechen müssen. Zeit zuschicken. Nein, Sachen, die über kurz oder lang doch besprochen werden müssen. Aber nicht unbedingt heute oder morgen. Ja, nicht unbedingt. Gut, und welche Punkte? Da wissen Sie doch sicher genug, dass die Behauptung, dass Obermeister Prietz seine Leute mit dem Fernglas beobachtet. Der alte Prietz mit seinem Tatterich erkennt er ja doch nicht. Trotzdem. Nun. Sie haben jetzt auch Orient? Warum nicht? Komisch. Ganz der Vorstand raucht plötzlich Orient, aber erst hat ihn Dr. Roske sie raucht. Vorher alle Virginia, wie Dr. Roske. Dann die Zulage für die Schweißarbeiten in der Universalbrandungsstraße. Sollte das nicht besser Pfaff ansprechen? Mit Pfaff mache ich keine Geschäfte. Verzeihung. Wir haben genug. Vermutlich ist es. Haben Sie die Entlassungspapiere für die drei schon vorbereitet? Der Betriebsrat ist meiner Meinung, ist vernünftiger, als ich dachte. Herr Gravott. Scheint nicht sehr beliebt zu sein. Versuchte man, einen ruhigen Lenz zu machen. Kosten. Wirklich vom Betriebsrat aus geregelt werden können. Möchte eine Transportzentrale. Transportzentrale? Ja. Irgendwen besonderen? Nein. Nein. Dass wir gerade hier sind, ich habe hier ein paar Beschwerden von Meistern vorliegen, die besagen, dass unsere jungen Kollegen zu unpersönlich grüßen, wenn sie irgendwo... Ja? Danke. Hier spricht Vogt, einen schönen guten Morgen. Herr Kramer, bei mir sitzen gerade Herr Pfennig vom Betriebsrat. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, nein? Ist auch nicht wichtig. Und Herr Lowitz von der Jugendvertretung. Herr Lowitz führt Beschwerde dahingehend, dass die Lehrlinge, wenn die Werksbusse voll sind, einfach rausgeworfen werden, um Erwachsenenplatz zu machen. Ich muss ebenfalls... Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass... Bitte? Eben. Gerade unsere jungen Menschen im Betrieb können unter keinen Umständen behandelt werden, als wären sie Menschen zweiter Klasse.
Der Meinung bin ich auch. Es freut mich, dass Sie das sagen. Also schicken Sie mir eine Vollzugsmeldung, ja? Dann haben wir uns verstanden. Danke. Die Sache wird abgestellt. Für Herrn Kramer war die Situation gar nicht bekannt. Nun, was die Begrüßung von Meistern angeht, was können Sie dazu vorbringen? Ja, wieso? Sind da alle Ihren Vertrauensleute mit gemeint? Aber alles doch egal, es geht ums Prinzip. Also, wenn ich irgendwo reinkomme, bemühe ich mich ganz sachlich zu sein. Ich sage höflich Guten Morgen und lasse den Meister bestimmt nicht links liegen. Ja, vermutlich reicht das nicht. Sie brechen sich ja sicher keine Verzierung ab, wenn Sie in einen Betrieb reinkommen, erst mal zum Meister hingehen, sagen, was Sie wollen, höflich Guten Tag wünschen und so weiter. Wenn ich dazu mal was sagen darf, das hört sich alles so einfach an. Aber ich muss da dem Kollegen Lowitz in die Seite treten. Das ist doch alles eine Portion komplizierter. Angenommen, wir gehen in eine Halle und betreten an meiner Teilen erstmal den Vorarbeiterraum. Dann denken die Kollegen gleich, hallo, die stecken unter einer Decke da. Da wird was perfekt gemacht. Aber wenn ich nun erst zu einem Kumpel gehe, dann meckern eben die Vorarbeiter oder die Meister. Wenn ich dem Meister zuerst Guten Morgen sage, gucken die anderen mich schon schief an. Ich verstehe das nicht ganz. Sie kommen in einen Betrieb, um vielleicht mit einem Belegschaftsangehörigen was ganz Bestimmtes zu besprechen. Verzeihung, aber mit einem was besprechen ist überhaupt gar nicht drin. Wenn ich in eine Halle reingehe, will mit einem was bereden, dann stehen nur gleich 10 drumherum, weil sie denken, da gibt's was umsonst. Das ändert aber doch nichts an der Tatsache, dass normale, höfliche Umgangsformen beachtet werden. Denn umgekehrt verlangen wir das ja auch. Mal angenommen, es will sich einer über den Meister beschweren und ich komme rein und hier zuerst zum Meister und der sieht das. Dann hält er das Maul, weil der ja denken muss, ich steck mit dem Meister unter einer Decke. Tja, so ist das nun mal. Also, ich glaube, wir haben das Problem jetzt wirklich von allen Seiten beleuchtet. Sie werden mir also nicht sagen können, dass ich der Diskussion ausweiche, wenn ich jetzt leider Schluss machen muss, aber ich muss in die Vorstandssitzung Höchster Eisenbahn. Das soll zur MHW 1. Hey, hallo, halt! Was macht er? Der geht wieder in sein Kabaus. Ah, siehst du. Wir können also davon ausgehen, dass im ersten Stadium für das Abgießen der Rohbrang ein Kokillenpark von etwa 700 Einheiten ausreicht, in verschiedenen Breiten und Qualitäten. Natürlich müssen wir im Auge behalten, dass wir am gleichen Ort auf 2500 Einheiten erweitern können. Das wird dann bedeuten, 2 weitere Hallen mit je 4 Kränen. Es kommt auf die Länge der Hallen an. Ich würde sagen, wir rechnen gleich mit 3 Hallen. Knapp unter 200 Metern. Ich habe das überhaupt nur zur Sprache gebracht, weil irgendjemand neulich befürchtete, wir hätten diesen Punkt nicht genügend beachtet. Ja, ich glaube, wenn niemand mehr zu den angeschnittenen Punkten... Wir waren am vergangenen Montag nicht mehr dazu gekommen. Aber bitte, Herr Vogt. Es wurde kurz erwähnt, dass eine Gruppe von Experten in die Vereinigten Staaten reisen soll. Na mal. Wegen der Kräne zur United Steel. Aus wem soll diese Gruppe bestehen? Herr Krämer hat 4 leitende Ingenieure und Obermeister Kurz vorgeschlagen. Warum? Obermeister Grundert. Ach, Verzeihung, natürlich. Die beiden verwechsle ich immer. Grundert ist der Sänger, nicht wahr? Grundert hat einige Erfahrungen in Sauerstoffaufbausverfahren. Ihnen passt Grundert nicht? Wieso? Ich habe den Eindruck, der Betriebsrat lobt Grundert in der letzten Zeit so oft und so lebhaft, dass ich den Eindruck habe, man will ihn loswerden und man will uns veranlassen, auf diese Weise ihn abzuschieben. Die Methode wäre ja nicht neu. Mir ist darüber nichts bekannt. Nein, Herr Vogt ist noch in der Vorstandssitzung. Haben Sie sich schon mit der Personalabteilung in Verbindung gesetzt? Ich werde Herrn Schleusner bitten, sich die Unterlagen anzusehen. Dann kann sich Herr Vogt gleich ein Bild über die Leute machen. Eisenstäbe. Ist was? Da haben drei Arbeiter einen ganzen LKW voll mit Eisenstäben gestohlen. Was wollt ihr damit? Da eben. Was ist los? Da haben drei Arbeiter Eisenstäbe geklaut. Gemeinsam? Nehm mich doch an. Diese Idioten, kann man bloß so dämlich sein. Ich wollte die Personalakten kommen lassen, damit Sie sich schon mal ein Bild darüber machen können, was das für Leute sind. Dummköpfe sind das. Legen Sie auch anders auf die Straße gesetzt werden. Braucht doch keine Personalakten. Im Hof, wir haben alles so gelassen. Das schließt doch nicht aus, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass auf der Hochofenseite und beim Stranguss noch einiges getan werden muss. Darum geht's doch gar nicht. Wenn ich Herrn Vogt richtig interpretiere, ist er besorgt, dass die Interessen der Arbeiter schon bei Beginn der Planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ob Sie das so richtig interpretieren? Vielleicht hat Herr Vogt vergessen, dass wir bereits alles zugesagt haben.
Vom Augenblick der Vorplanung an. Wohlgemerkt bereits dann, wenn wir nicht hineinreden, wenn es um die Anlage von Belegschaftshäusern, Duschräumen, Erste Hilfe, Waschkauen, Unfallverhütungseinrichtungen und dergleichen. Wie gesagt, dass er da praktisch freie Hand hat. Ihre Wünsche und Forderungen werden von uns voll und ganz berücksichtigt. Und in diesem Zusammenhang, das ist vorhin ein bisschen untergegangen, fürchte ich, vielleicht waren auch nicht alle Herren anwesend, ich habe allgemeines Einverständnis vorausgesetzt, grundsätzlich zugesagt, dass die später erforderlichen Bausummen nur durch Unterschrift von uns allen gemeinsam freigegeben werden, wenn in diese Richtung irgendwas schiefgehen sollte, was ja nicht anzunehmen ist. Denn wie ich die Sache sehe, wird das automatisch über die Neubauabteilung gehen, wie immer. Aber falls im Fall eines Falles eben. Also, ohne Ihre Unterschrift wird bei keiner Stufe der späteren Planung eine Summe freigegeben. Ich nehme diese Zusage dankbar zur Kenntnis. Auch ich hatte sie nicht als so endgültig angesehen. Sehen Sie? Trotzdem, auf die Gefahr hin, als Querulant zu erscheinen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns von Anfang an mindestens mit einem besonderen oder dem geschäftsführenden Ausschuss des Betriebsrats ins Benehmen setzen sollten. Welchen Sinn soll das haben? Ich bin gern bereit, es im Namen des Gesamtvorstands zu tun. Lieber Herr Vogt, angenommen wirklich, wir tun das, da müssen doch wohl sinnvollerweise Leute vom Siemens-Martin-Werk dabei sein. Vermutlich. Ja, ja. Und was glauben Sie, wäre die unmittelbare Folge? Glauben Sie, die halten dicht? Sie kennen meine Einstellung zu dieser Geheimniskrämerei. Sie ist zu bestimmten Zeiten gar nicht zu vermeiden. Aber die Leute wissen doch, was es bedeutet, wenn ein Oxygenstahlwerk gebaut wird. Hat sich schon jemals jemand gegen Investitionen dieser Art ausgesprochen? Das ist auch nicht der springende Punkt. Entscheidend ist das, was Herr Dr. Roske soeben angedeutet hat. Dass sich die Leute an zwei Fingern abzählen können. Wenn wir ein Oxygenstahlwerk bauen, brauchen wir 300 Leute weniger als im Siemens-Martin-Werk. Nach vorläufiger Prüfung werden es fast 400 sein. Also. Für den Arbeiter ist nichts schlimmer, als wenn man ihn vor vollendete Tatsachen stellt. Aber davon kann doch gar keine Rede sein. Sie verstehen hier Methoden von Manchester-Kapitalismus. Zu gegebener Zeit werden wir selbstverständlich gemeinsam mit Betriebsrat und allen Pipapo die Probleme der Umsetzung regeln. Dass wir niemanden entlassen werden, wissen Sie ja wohl. Natürlich weiß ich das, aber... Wenn man Sie so hört, sollte man allerdings meinen, dass Sie es... Leider erschafft sich das Problem nicht in der radikalen Frage, entlassen oder nicht. Ich kann Ihnen Fälle aus der Betriebspraxis nennen, bei denen Konflikte nur aus Prestigegründen entstanden sind. Für den Arbeiter ist selbst bei vollem Lohnausgleich ein Arbeitsplatz nicht identisch mit einem anderen. Wissen wir. Und dem kann man nur begegnen, wenn man so früh wie irgend möglich führt. Aber jetzt, wo wir bei ersten Überlegungen sind, nicht einmal im Stadium der Vorplanung, wenn ich nur daran denke, was wegen der Sauerstoffzufuhr auf uns zukommt. Darf ich meinen Satz zu Ende führen? Bitte sehr. Für jeden einzelnen Arbeiter im Siemens-Martin-Werk müssen wir einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ganz individuell. Das kann Monate und Jahre dauern. Wir haben ja auch noch Zeit. Eben nicht. Nun mal die Alternative, Herr Vogt. Sie werden mir ja grundsätzlich zustimmen, dass es prinzipiell einen zu frühen Informationszeitpunkt geben kann. Unter gewissen Umständen... Würden Sie mir das gleiche Recht zubilligen, dass ich meinen Gedanken zu Ende bringen kann? Also, was geschieht, wenn die Leute zu früh erfahren, was wir vorhaben? Allgemeine Unruhe. Allgemeine Unruhe unter den Arbeitern, Gerüchte. Und was ist die Folge davon? Dass uns genau die weglaufen, die wir halten wollen und bleiben werden uns, na, sagen wir... Die weniger Qualifizierten. Ein Risiko entsteht immer. In letzter Zeit irgendwas gewesen, was Sie besonders belastet? Irgendwelche besonderen Spannungen? Betrieb? Familie oder so? Ich wüsste eigentlich nicht. Alles so wie immer. Und da ist natürlich auch ein bisschen viel, nicht? Das wissen Sie doch. Natürlich. Ist man als Arbeitsdirektor nicht besonders eingespannt? Ich meine, was sind da so Ihre Ressorts? Zuständigkeiten? Natürlich unterstehen mir wichtige Bereiche des Unternehmens. Aber bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber versäumt, im Gesetz die Zuständigkeiten des Arbeitsdirektors auch nur annähernd zu erläutern. So entstehen da immer wieder Schwierigkeiten. Ja, das lässt sich verstehen. Die anderen Direktoren haben ja oft die Ochsentour im Betrieb hinter sich, wie sie eben ganz nach oben gekommen sind. Und tun dann so, als ob wir,
Wie von außen, also quasi von der Gewerkschaft. In der Praxis kommt es hauptsächlich darauf an, dass man für die Arbeiter was erreicht. Ohne geschriebenes Gesetz und ohne Rückendeckung. Und wenn man mal einen Vorstand gewählt ist, dann hat weder Gewerkschaft noch sonst jemand reinzufunken. Da bin ich genauso dem Unternehmen verpflichtet wie jeder andere. So, Herr Doktor, wir wären soweit. Ja, so, Herr Vogt, mal ganz entspannen. Ne? Am besten machen Sie ruhig die Augen zu. Mhm. Nicht bewegen. Nicht treten, ne? Wie viele Arbeitsdirektoren sitzen denn da so im Vorstand? Zuerst, als das alles anfing, da gab es bei uns 3 Direktoren. Mhm. Einen Techniker, einen Kaufmann und einen Arbeitsdirektor. Aber inzwischen gibt es 3 Techniker, 2 Kaufleute und noch immer nur einen Arbeitsdirektor. Da habe ich schon von der Zahl her bei kontroversen Themen immer 5 gegen mich. Das ist ein ständiges Lavieren. Also wenn wir jetzt fertig sind, Herr Vogt, dann legen Sie schön schlafen. Nach einer Stunde besuche ich Sie nochmal. Ich rede wohl zu viel. Aber wieso denn? Ist wirklich merkwürdig. Ich bin sonst nicht so geschwätzig, ganz sicher nicht, wenn es um grundsätzliche Dinge geht. Ich finde das höchst interessant, so mal von der Quelle zu hören, was das alles bedeutet. Mitbestimmung, Arbeitsdirektor. Das geht zu einem Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Ja, so die breite Bevölkerung ist da leider ziemlich... Also, ganz ruhig, Herr Vogt. Ja, nicht bewegen. So, Herr Vogt, jetzt werden wir noch etwas Blut abzapfen für die Transaminase. Das kommt dann hübsch ins Labor. Mmh, prächtige Venen. Nein, besonders angespannt bin ich nicht. Ich meine nicht im Moment, dass da irgendwas wäre. Vorhin die Sache mit Mölls. Naja, da habe ich mich ziemlich aufgeregt, ist ja auch klar. Aber noch schlimmer ist eigentlich dieses Tägliche, was da so anfällt, von morgens bis abends. Alle 10 Minuten was anderes. Dass man sich immer wieder umstellen muss, immer seine Gedanken auf was Neues konzentrieren. Das zerrt, das macht einen fertig.